Josef Mengele, der berüchtigste Wissenschaftler des Todes. Wir wissen, die Nazis schufen die Hölle der Konzentrationslager, in denen Ärzte ohne Gewissen mit Menschen experimentierten. Aber Josef Mengele war nicht der erste und nicht der letzte Mörder im Arztkittel. Es gab viele Vollstrecker einer Wissenschaft des Todes. In Japan gab es ein Imperium der tödlichen Wissenschaft, das systematisch Menschen als Versuchsobjekte verbrauchte. Sie schrien vor Schmerzen. Und sie starben leidend und schreiend. Japanische Wissenschaftler optimierten Biowaffen im besetzten China. Sie infizierten ganze Dörfer mit Pest, als Vorbereitung für einen Angriff auf die USA. Sie wurden gewarnt. Falls ihr unsere Soldaten mit Massenvernichtungswaffen angreift, werden wir euch pulverisieren. Die Drohung wirkt. Die Atombombe fällt trotzdem. Und nach 1945 arbeiten Mengeles Erben für die Sieger. Alle Sieger. Ihre Verbrechen bleiben ungesühnt. Der Kalte Krieg bietet den Mördern ideale Bedingungen für eine streng geheime Wissenschaft im Auftrag der Geheimdienste. Mind Control. Wenn es um die psychogenen, psychotrophen Kampfstoffe geht, sind Menschenexperimente unverzichtbar. Im Kampf um die Weltherrschaft sind moralische Skrupel störend. Was zählt, sind Nutzen und Effektivität. Die Wissenschaftler experimentieren mit Giften und Drogen. Die Wissenschaftler und Ärzte konnten praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten Gott spielen. Tödliche Experimente werden auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges durchgeführt. Josef Mengele ist tot. Seine Nachfolger haben überlebt. Menschenversuche gibt es bis heute. Satellitenaufnahmen des nordkoreanischen Gulags Yodok. Es gibt mindestens 25 Gulags in Nordkorea. Überlebende berichten von Folter, Vergewaltigung und Hinrichtungen mit flüssigem Metall. Es gibt heute 200.000 Gefangene in Nordkoreas Gulags. Das Regime kombiniert das Schlimmste der Sowjets und Nazis. Nordkorea präsentiert sich als perfekter sozialistischer Staat und gilt als bizarre Operettendiktatur. Rabbi Cooper erfährt im Jahr 2003, dass es dort Gaskammern geben soll. We're not talking about Nazi Germany. Es geht nicht um Nazi-Deutschland, die Wannsee-Entscheidung. Es geht also nicht um die billigste Methode, wie man die meisten Menschen töten kann. Darum geht es hier nicht, soweit wir wissen. Aber es gibt Experimente mit politischen Häftlingen, auch in Gaskammern, um die nordkoreanischen Massenvernichtungswaffen zu verbessern. WMD-Programm of North Korea. Abraham Cooper reist nach Korea, um die Anschuldigungen zu überprüfen. In Seoul spricht er mit drei nordkoreanischen Flüchtlingen. Keine Opfer, sondern Täter. Männer, die selbst in Kim Jong-ils Reich experimentiert haben. Well, can we maybe talk about. Können wir über die Gaskammer reden, die sie genutzt haben? Und er sagt, ja klar, hab ich. Das war nichts Besonderes. Es war 1979. Es war ein Experiment. Ich hab's für eine gewisse Zeit an dem Ort gemacht. Und warum? Er sagte, es war gut für meine Karriere.
Völlig blasiert beschrieb er ein Ehepaar und zwei Kinder, die langsam aber sicher vergast wurden, während Wissenschaftler Notizen machten, wie lange es dauert. Während die Eltern versuchten, ihren letzten Atem den Kindern zu spenden, in die Münder, ein wenig Sauerstoff, damit sie noch eine Sekunde, eine Minute leben. Ich sagte, es ist viel Zeit vergangen, haben Sie Gewissensbisse? Warum sollte ich? Die politischen Gefangenen waren ja eh so gut wie tot. Die Glaubwürdigkeit des zweiten Nordkoreaners ist nicht zweifelsfrei. Aber der dritte Täter berichtet so viele Details, dass Cooper sicher ist, er sagt die Wahrheit. Es waren zwei Teams. Seine Aufgabe waren Tierexperimente mit Giftgas. Verschiedene Tiere, verschiedene Kampfgase. Auch nicht nachweisbare Gase, die man für Mordaufträge benutzen könnte. Es ging darum, wie lange die Kadaver noch toxisch waren auf dem Schlachtfeld. Wie lange man warten müsste, bis eigene Truppen nachrücken könnten. Er berichtete sehr detailliert von verschiedenen Sorten Gas. Er sagte, seine Gruppe musste ihre Arbeit abschließen und die Ergebnisse an eine zweite übergeben, die dann das Gleiche mit Menschen machte. Die Zeugen aus Kim Jong-ils Reich dürfen nicht öffentlich aussagen, aus diplomatischen Erwägungen. Aber Cooper will, dass die Welt erfährt, dass es Gaskammern in Nordkorea gibt. Zusammen mit zwei Mitgliedern des christlichen Klerus hielt ich eine Pressekonferenz ab. Es waren etwa 20 Journalisten da und eine Zeitung brachte eine 3- oder 4-Zeilen-Meldung. Das war alles. Dem Rest der Journalisten wurde wahrscheinlich vom Staat gesagt oder wie immer das dort funktioniert, wir wollen nicht, dass das veröffentlicht wird. Es gab einen Artikel in der Washington Times auf der Titelseite. Ehrlich gesagt, ich war sehr schockiert, dass das nicht Schlagzeilen weltweit machte. Schockiert, traumatisiert. Für Rabbi Cooper ein verstörendes Déjà-vu. Ein totalitärer Staat mit glitzernder Oberfläche und einem Terrorsystem hinter den Kulissen. Eine Weltöffentlichkeit, die nicht glauben kann oder will, was sie erfährt. Falls sie überhaupt etwas erfährt. Washington, Mai 2009. Eine Handvoll Überlebende der nordkoreanischen Gulags demonstriert vor dem Holocaust Museum. Wir stehen aus symbolischen Gründen vor dem Holocaust Museum. Als die Alliierten die Konzentrationslager in Deutschland befreiten und die schrecklichen Dinge sahen, die dort geschahen, versprachen sie nie wieder. Aber Tatsache ist, es gibt Gulags in Nordkorea, die Todeslager sind. Lager wie Jodok, in dem Regimegegner zu Tode gebracht werden und in dem es Gaskammern gibt. Ein deutsches KZ. Es sind nicht nur die Bilder, die sich ähneln, auch die Umstände. Als die alliierten Truppen die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager befreien, treffen sie auf eine kaum beschreibbare Realität. Auf Erscheinungsformen einer eiskalten Bösartigkeit. Opfer in unvorstellbarer Zahl. Und Menschen, die nicht fassen können, dass sie überlebt haben. Eine Wirklichkeit, die den einfachen Soldaten, aber nicht der Führung der Alliierten, unbekannt war. Bomber und Aufklärer hatten die Lager fotografiert, Spezialisten die Bilder ausgewertet. Eine Erkenntnis ohne Konsequenzen. Es gab eine politische Entscheidung der Alliierten. Die Juden zu retten, hatte keine Priorität. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass die Fabriken um Auschwitz herum bombardiert wurden. Aber die Gaskammern, von denen die Alliierten wussten,
die sie aus der Luft fotografiert hatten. Die Gaskammern wurden verschont. Im Bombenhagel auf das Nazireich gab es keinen einzigen Luftangriff auf Bahnlinien zu KZs. Kein Bombardement ihrer Krematorien, um die Todesmaschinerie zu unterbrechen. Der Grund? Die Lager waren militärisch unbedeutend. Die alliierten Generäle sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Feind zu besiegen. Wir machen die Nazis fertig und damit retten wir die Juden. Bis ein paar Leute in die USA kamen und sagten, wenn ihr noch länger wartet, gibt es niemanden mehr, den ihr retten könnt. Die Nazis wollten die Gefangenen der KZs nutzbringend ermorden, durch Todarbeiten oder Menschenexperimente. Um festzustellen, wie lange ein Mensch in Eiswasser überlebt, um Medikamente zu testen, um den Höhentod von Flugzeugbesatzungen zu verstehen. Das System ermöglichte Akademikern wie Dr. Josef Mengele mörderische Wissenschaft. Die Erprobung von Giften und schlichte Perversion. Das Sammeln von Tätowierungen ihrer Opfer oder die Herstellung von Schrumpfköpfen. Die Wissenschaftler und Ärzte konnten praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten Gott spielen. Funde aus dem KZ Buchenwald. Solche Präparate sind noch lange nach Kriegsende in deutschen Universitäten verwendet worden. Josef Mengele schickte an der Selektionsrampe in Auschwitz arbeitsunfähige Menschen sofort in die Gaskammern. Für seine Experimente suchte er nach Zwillingen, Zwergen, Sinti und Roma. Er wollte mit seinen Forschungsergebnissen habilitieren. Was genau er untersuchte, ist teilweise bis heute geheim. Einige seiner Opfer, die unter Spätfolgen leiden, versuchen noch immer herauszubekommen, welche Substanzen ihnen verabreicht wurden. In Dachau untersuchten Mediziner in Unterdruckkammern an sowjetischen Kriegsgefangenen mitleidslos und akribisch die Auswirkungen von Flügen bis in die Stratosphäre. Diese Experimente wurden 1946 in den Nürnberger Prozessen verhandelt. Der Bericht beschreibt die Reaktion des Opfers. Krampfhafte Zuckungen, terminale Atmung, ständige Krämpfe und Stöhnen, lautes Schreien, verkrampfte Arme und Beine, grimassiert, beißt sich in die Zunge, zeigt Erscheinungen völligen Wahnsinns. Aber es gab Todesärzte, die niemals zur Verantwortung gezogen wurden, die nicht einmal fliehen mussten. Japan im Sommer 2009. Ein futuristisch anmutendes Land mit teilweise finsterer Vergangenheit. Erst 2002 wird dort gerichtlich die Existenz der berüchtigten Einheit 731 bestätigt. Was ich anfangs nur gerüchteweise hier und dort einmal gehört hatte, stellte sich Tatsache für Tatsache als schreckliche Wahrheit heraus. Und im Verlauf dieses Prozesses musste ich erkennen, wie grausam Naturwissenschaftler werden, wenn sie ohne jede Menschlichkeit forschen. Wenn Wissenschaftler ohne Ethik nur einen einzigen Zweck verfolgen, wenn sie sich darauf beschränken, wissenschaftlich akkurate Ergebnisse zu liefern. Das gilt auch heute. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Ein buddhistischer Tempel etwas außerhalb von Tokio. Wie jedes Jahr trifft sich hier eine Gruppe Japaner, um an diesem Monument der Opfer der berüchtigten Einheit 731 zu gedenken. Einer der Männer ist ein Täter. Wir dürfen filmen, aber seit einem Einreiseverbot in die USA, ausgerechnet anlässlich einer Friedenskonferenz und nach schlechten Erfahrungen mit westlichen Sendern, gibt Yoshio Shinozuka keine Interviews mehr. Er bereut seine Taten, öffentlich.
In Japan ist er deshalb alles andere als beliebt. Einheit 731 ist das Werk von General Shiro Ishii. Nach den furchtbaren Erfahrungen des Ersten Weltkrieges hatten sich die europäischen Staaten 1925 auf ein Verbot des Einsatzes von Chemie- und Biowaffen geeinigt. Ishii informiert sich in Europa. Dann gründet er Einheit 731. Er war derjenige, der verantwortlich war für die Gründung der Biowaffentruppe. Er tat dies, als er erfuhr, dass mit der Genfer Konvention der grausame Einsatz von chemischen und biologischen Waffen verboten worden war. Und er dachte sich, dass genau aus diesem Grund der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen Japan den Endsieg bringen würde. Japan nimmt einen von eigenen Offizieren inszenierten Sprengstoffanschlag auf eine Eisenbahnlinie zum Anlass, um in die Mandschurei einzumarschieren. Die Gelegenheit ist günstig, China durch einen Bürgerkrieg geschwächt. Die Japaner gründen den Marionettenstaat Mandschuko und errichten ein Terrorregime. So wie wenig später in ganz China wüten die Japaner hemmungslos unter den Zivilisten. Die Besatzer verachten die Chinesen als minderwertig. In dem Land konnte man sich alles erlauben, was normalerweise in Japan nicht erlaubt war. Man konnte zum Beispiel vollkommen ohne Beschränkung medizinische Versuche an Menschen in beliebiger Zahl durchführen. Die Mandschurei-Erprobungsgebiet für General Ishiis Einheit 731. Offiziell beschäftigt sich 731 mit Seuchenbekämpfung, in Wahrheit mit dem Gegenteil. Das japanische Biowaffenprogramm wächst rasant, immer neue Einheiten kommen hinzu. Schließlich arbeiten 10.000 Japaner für das Todesimperium des Dr. Ishii. Von uns Untergebenen aus gesehen war er ein sehr furchteinflößender Mann. Er war ein bisschen verrückt. Als er in seiner Eigenschaft als Disziplinarvorgesetzter einen anderen Truppenteil kontrollierte, fing er plötzlich an, wie geisteskrank auf einen Sanitätssoldaten einzuschlagen. Ishii errichtet in Harbin eine Versuchsanstalt mit eigenem Zellentrakt. Dort werden die Menschen für die Experimente aufbewahrt. Seine Ärzte führen tödliche Unterkühlungs- und Unterdruckversuche wie in Dachau durch. Vor allem aber infizieren sie in China Menschen mit Seuchen und sezieren sie dann bei lebendigem Leib, ohne Betäubungsmittel, denn die würden die Ergebnisse verfälschen. Einer dieser Militärärzte ist Ken Yuasa, geboren 1915. Er bereut seine Verbrechen zutiefst und sagt deshalb aus. Nach Beendigung des Vortrags kündigte der Abteilungsleiter der Militärärzte in der ersten Abteilung Hyodo an, heute werden wir etwas ganz besonders Interessantes machen. Er teilte uns mit, wir sollten uns im Gefängnis treffen. Die ganze Gruppe, das waren etwa 40 Militärärzte, kam zum Gefängnis in Taijuan. Als wir dort eintrafen, hockten zwei Männer mit verbundenen Augen auf der Erde. Auch die Beine waren gefesselt. Dann kam ein Zivilist, der dem Militär zugeteilt war, ein Angestellter der Rechtsabteilung. Er fragte, ob er jetzt mit der Prozedur anfangen sollte.
Er nahm eine Pistole und schoss jeweils zweimal in den Bauch der Gefangenen vor mir. Etwa 10 Militärärzte aus unserer Gruppe schleppten den Leidenden in das nächste Zimmer. Und dort begannen sie mit der Operation. Der Leiter der Ausbildungseinheit für Militärärzte erteilte den Befehl, dass die Gefangenen am Leben bleiben sollten, während man die Geschosse aus ihren Körpern entfernte. Diese Übung hatte das Hauptziel, Erfahrungen damit zu sammeln, Projektile aus Schusswunden zu entfernen. Andere Ärzte übten Amputationen und wieder andere öffneten die Luftröhre des Gefangenen. Im Mai 1945 werden in Kyoto auch 8 Mann einer US-Bomberbesatzung auf diese Weise viviseziert. Zehntausend Menschen insgesamt, inklusive einiger tausend Krankenschwestern und Sanitätssoldaten, waren an solchen Operationen an lebenden Menschen beteiligt. Nur ich erzähle davon. In Harbin hat die Einheit ein eigenes Flugzeug, um Biowaffen über Dörfern und Städten auszubringen. Experimentiert wird mit Anthrax, Pest, Cholera und Tularemie. Nach Ausbruch der Krankheit untersuchen die Einheiten die Toten und Kranken. Insgesamt fallen dem Biowaffenprogramm und anderen Experimenten Hunderttausende Menschen zum Opfer. Die Schätzungen liegen zwischen 300.000 und 580.000 Toten. Um die Wirkung von Waffen wie Keramikbomben mit Pestflöhen, Brand- und Splitterbomben exakt zu erforschen, werden Menschen in festgelegten Entfernungen vom Explosionszentrum an Pfähle gebunden. Ishiis Männer müssen schwören, nie über ihre Einsätze zu sprechen. Kurz vor Kriegsende befiehlt er, alle Gefangenen restlos zu vernichten. Zuerst wurde Giftgas eingesetzt. Es hat aber nicht alle getötet. Die Überlebenden wurden mit Maschinengewehren erschossen. Die Leichen wurden den Berichten zufolge wie bei einem Barbecue, das war der Ausdruck, der damals benutzt wurde, auf einem eisernen Rost im Garten verbrannt. Und die Überreste wurden in den Fluss Sungari hineingeworfen. Auch die Sprengung der Gebäude war vorbereitet. Aber in den Wirren der Kapitulation gelingt es nicht, die Anlage bis auf die Fundamente zu zerstören. Ishiis Biowaffen sollten gegen Russland und die USA eingesetzt werden. Ballons sollten die Bomben über den Pazifik an die amerikanische Westküste tragen. Gegen Kriegsende fallen den Amerikanern riesige U-Boote der Japaner in die Hand. Dies sind Originalaufnahmen von der Kapitulation auf hoher See. Jeder der 3 fertiggestellten U-Kreuzer hat 3 Flugzeuge an Bord. Sie sollten von einem Katapult am Bug der Boote gestartet werden. Erst vor einigen Jahren wurde bekannt, dass die Japaner auch Biowaffenangriffe auf US-Truppen in Saipan und sogar auf die kalifornische Stadt San Diego geplant hatten. American intelligence had found out that this. Die amerikanischen Geheimdienste hatten herausbekommen, was sie vorhatten. Und sie sandten eine Botschaft an das japanische Kriegskabinett. Falls ihr das tut, wir wissen, wo Hirohitos Bunker ist. Wir wissen, wo das Kriegskabinett sich aufhält. Wenn ihr unsere Soldaten mit Biowaffen angreift, werden wir euch pulverisieren.
We will blow you all up to smithereens. Die Drohung wirkt. Der Angriff findet nicht statt. Der Tenno und das Kriegskabinett überleben. Hiroshima und Nagasaki nicht. Am 8. August, drei Tage nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, hat die Sowjetunion Japan den Krieg erklärt. Darauf hatten die USA, England und China lange gewartet. Das ist sehr zurückhaltend formuliert. Japan kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Auf dem Schlachtschiff Missouri wird die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Doch der Kalte Krieg hat hinter den Kulissen bereits begonnen. In Japan herrscht jetzt General MacArthur. Als oberster Befehlshaber der alliierten Streitkräfte verkünde ich meine feste Absicht, in Vertretung der Länder, die ich repräsentiere, meine Pflichten gerecht und nachsichtig auszuüben, jedoch stets alles in meiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass Japan die Kapitulationsbedingungen vollständig, pünktlich und gewissenhaft erfüllt. Der Sprecher der US-Wochenschau triumphiert. Die Dynastie, die Japan 2605 Jahre ununterbrochen beherrscht hat, ohne dass jemals fremde Truppen das Reich der Sonne besetzen konnten, ist am Ende. Waren Hiroshima und Nagasaki wirklich militärische Ziele? Wenn ja, warum waren beide Städte dann in einem völlig niedergebrannten Japan bis zum Abwurf der Atombomben weitgehend unversehrt geblieben? Sicher ist, die Auswirkung der Atombombe wird in beiden Städten in allen Details akribisch untersucht. Diese Datenerhebung ist gründlich vorbereitet. US-Kameraleute und Ärzte registrieren Art und Schwere der Verletzungen. Es gibt viele unbekannte Phänomene. Die Strahlenkrankheit, wildes Fleisch und kaum heilende Brandwunden. Die weitaus überwiegende Mehrheit der Toten und Verletzten sind Frauen und Kinder. Aber die US-Ärzte kommen nicht, um zu helfen. Sie erfassen Wirkungsdaten der Atomwaffen als Vorbereitung für kommende Kriege. Dann beginnt ein neues Kapitel der Geschichte. Die US-Geheimdienste melden, dass einige japanische Biowaffenexperten Versuchsergebnisse anbieten möchten, aber Angst vor juristischer Verfolgung haben. MacArthurs Stab nimmt Kontakt auf. Wichtig ist ihm vor allem, den Sowjets die japanischen Experten und ihre Forschungsergebnisse vor der Nase wegzuschnappen. Die US-Geheimdienste sind begeistert. Es handle sich um einzigartige Daten. Streng wissenschaftlich durchgeführte Experimente mit Biowaffen. Experimente mit Menschen, nicht mit Tieren. Und deshalb seien sie besonders wertvoll. Aber möglicherweise könnten die Sowjets bei den Vorbereitungen für ihren Kriegsverbrecherprozess gegen japanische Biowaffenexperten herausfinden, dass bei diesen Experimenten auch amerikanische Kriegsgefangene verbraucht wurden. Außerdem habe man gerade in Nürnberg Nazis wegen ähnlicher Experimente verurteilt und andere Wissenschaftler und Ärzte stünden in einem weiteren Prozess vor Gericht.
Es handelt sich um den sogenannten Nürnberger Ärzteprozess gegen KZ-Ärzte. Die Urteile werden im August 1947 verkündet. Für Ihre genannten Verbrechen, für die Sie vor Gericht standen und derer man Sie überführt hat, verurteilt das Militärtribunal 1 Sie, Oskar Schröder, zu lebenslanger Haft. Das Militärtribunal 1 verurteilt Sie, Karl Genzken, zu lebenslanger Haft. Verurteilt Sie zum Tod durch den Strang. Zum Tod durch den Strang. Zum Tod durch den Strang. Und möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. US-Geheimdienst und Militär schreiben im September 1947, all dies könne zu einem späteren Zeitpunkt für die US-Regierung sehr peinlich werden. Aber Ishiis Forschungen seien so wichtig für die nationale Sicherheit, dass man dieses Risiko eingehen solle. In Deutschland wird Recht gesprochen und vollstreckt, teilweise. Auch hier gibt es Mörder, die mit den Alliierten handelseinig werden. Zur gleichen Zeit wird in Japan der Deal zwischen MacArthur und Ishiis Team besiegelt. Sie übergeben ihre Daten an die USA und bleiben straffrei, ohne Ausnahme. Der Handel bleibt bis 1985 geheim. Die große Tragödie für die Menschheit ist, mit einem Fingerschnips wechselten wir vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. Und der bot den Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkrieges die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu verkaufen, um der Exekution oder der Inhaftierung für den Rest ihres elenden Lebens zu entgehen. ...1950 beginnt der Koreakrieg, der erste Stellvertreterkrieg der Supermächte. In Korea wurden mehr Napalmbomben abgeworfen als in Vietnam. Die USA erwogen den Einsatz von Atom- und Biowaffen. Die kommunistischen Staaten beschuldigten die USA, tatsächlich Biokampfstoffe aus Ishiis Arsenal gegen China eingesetzt zu haben. Amerika beschuldigt seine ehemaligen Feinde, damals eine gezielte Desinformationskampagne gestartet zu haben. Der Streit hält bis heute an. Merkwürdig ist, dass Ishii erneut hinter den Kulissen aktiv geworden sein soll. Es gab einige Zeugen, die aussagten, dass Ishii nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA und dann auch mit einem amerikanischen Flugzeug nach Korea flog, um beim Einsatz von biologischen Waffen zu helfen. Die Belohnung für seine Expertentätigkeit soll er an seine ehemaligen Mitarbeiter verteilt haben. Das kann man als Schweigegeld für die Taten der Einheit 731 bezeichnen. Eine internationale Untersuchungskommission, zu der viele linke Wissenschaftler gehören, untersucht die Vorwürfe gegen die USA. Sie entdeckt in China die gleichen Insekten und die gleichen Bakterienstämme, mit denen Ishii experimentierte. Tiere, die in China normalerweise nicht vorkommen. Obwohl 1998 in Russland Unterlagen gefunden werden, die eine kommunistische Desinformationskampagne gegen die USA belegen, halten viele Experten die Indizienlage gegen die USA für ausreichend. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass die Form der Bomben sowie die Insekten für den Einsatz von biologischen Waffen im Koreakrieg aus der Forschung von General Ishiis Einheit 731 stammen. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man den Einsatz von biologischen Waffen durch die amerikanischen Streitkräfte oder Experimente für den Einsatz als Tatsache bezeichnen muss. Leiter der Kommission ist der Brite John Needham, Biochemiker, Sinologe und Marxist von Weltruf. Die Kommission befragt in China Zeugen, die gesehen haben wollen, wie US-Flugzeuge Kartons, Kanister, Federn und massenweise Insekten abwerfen.
Ich besuchte den Nordosten und sprach mit den Verantwortlichen der Gesundheitsbehörden und vielen Menschen. Ich habe alle möglichen Belege für einen Biowaffenkrieg der USA gesehen. Aufgrund dieser Beweise weiß ich, dass die amerikanische Regierung biologische Kriegsführung in großem Stil in China durchgeführt hat. Die Kommission vernimmt US-Piloten, die in nordkoreanischer Haft Geständnisse ablegen und später unter Androhung von Kriegsgerichtsverfahren in den USA widerrufen. Die zweite Instruktion wurde uns in K-46 erteilt, dem vorgeschobenen Feldflugplatz der 18. Jagdgruppe hier in Korea. Das war am 22. Januar 1952. In diesem Vortrag wurde ausführlich über die Biowaffen gesprochen, die wir bei unserem Einsatz in etwa 2 Stunden abwerfen sollten. Die einzige andere Unterweisung war der Einsatzbefehl. Offizier O'Neill, kommunistische Kräfte haben Ihnen unterstellt, dass Sie die Teilnahme an sogenannten Biowaffenangriffen in Nordkorea gestanden haben. Möchten Sie zu diesen Anschuldigungen Stellung nehmen? Das möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte klarstellen, dass diese Anschuldigungen falsch und absurd sind. Ich habe tatsächlich ein Geständnis bezüglich biologischer Kriegsführung unterschrieben. Aber es war unwahr, mit Zwangsmethoden erpresst von diesen chinesischen Kommunisten. Ich habe darin absichtlich so viel Falsches und Lächerliches wie irgend möglich behauptet. Ein Verwirrspiel. Im Koreakrieg wird eine ganze Reihe verstörender Geständnisse abgelegt. Die CIA vermutet, dass sie mit Hilfe von Verhördrogen und Gehirnwäsche produziert werden. Haben die Kommunisten etwa einen Vorsprung bei der Entwicklung psychotropher Substanzen? Haben die Sowjets mehr von gefangenen Nazi-Verhörspezialisten über Drogen gelernt, als die Amerikaner von den eigenen Beute-Nazis? Die Geheimdienste haben ein neues Betätigungsfeld. Der neue CIA-Chef macht Drogen- und Bewusstseinskontrolle zur Chefsache. Etwa 3 Wochen nachdem Alan Dulles zum CIA-Direktor ernannt worden war, hielt er eine Rede vor seinen Freunden in Princeton über Psychokrieg. Er sprach über eine neue Phase des Kalten Krieges, die begonnen habe, dass die Sowjets an der Entwicklung von Drogen arbeiteten, die Leute agieren ließen, als ob sie die Einflüsterungen eines verborgenen Herrn und Meisters wiedergeben wie ein Tonband. Und er sagte, wir würden darauf nicht angemessen reagieren, weil wir diese Methoden missbilligen, weil wir uns innerlich weigerten, uns damit zu beschäftigen. Man wollte sich nicht eingestehen, dass es so etwas gäbe. Eine neue Art der chemischen Kriegsführung entsteht im Koreakrieg. Ein nordkoreanischer Propagandafilm zeigt die bevorzugten Verhörmethoden jener Jahre. Zum einen brutale Gewalt und Waterboarding. Bis heute oft in Kombination mit einer weiteren Verhörtechnik angewandt: Drogen. Über den Einsatz von Drogen und tödlichen Experimenten auf kommunistischer Seite berichtet 1968 ein hochrangiger Überläufer aus der Tschechoslowakei, General Jan Schäner. Herr General Schäner, Sie haben die Tschechoslowakei im Februar 1968 verlassen. Es wurde gesagt, dass Sie der bisher wichtigste Flüchtling aus dem Osten seien. Welche Position hatten Sie vor Ihrer Flucht inne? Ich hatte den Rang eines Generalmajors. In den letzten 18 Jahren nahm ich die Funktionen eines Kandidaten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, eines Mitgliedes des Präsidiums der Nationalversammlung
des Chefs des Ministersekretariats und in den letzten 4 Jahren des ersten Parteisekretärs im Ministerium der Nationalen Verteidigung ein. In diesen Funktionen ging durch meine Hände alles, was die militärpolitischen Fragen nicht nur der Tschechoslowakei, sondern auch des Warschauer Paktes und selbstverständlich auch der Sowjetunion betraf. Denn die tschechoslowakische Armee ist nichts anderes als ein Bestandteil der Armee der UdSSR. In diesen Funktionen bin ich auch selbstverständlich viele Male in die Sowjetunion und in die anderen Länder des Warschauer Paktes gereist. Ich habe an Verhandlungen mit den höchsten Repräsentanten wie Chruschtschow, Brezhnev und vielen sowjetischen Marschällen teilgenommen. Herr General, wenn Sie eine so bedeutende Position innehatten, warum haben Sie sich entschieden, in den Westen zu gehen? Ich glaube, gerade weil ich diese Position bekleidete. Im Jahre 1950 bin ich als einfacher Soldat in die Armee eingetreten und 18 Jahre danach wurde ich General. Doch je höher ich aufrückte, umso mehr wurde mir klar, dass diese sogenannten marxistischen Ideale nichts anderes als ein Deckmantel für eine, man kann wohl sagen, Gangsterpolitik von ein paar Leuten im Parteiapparat sind, die eigentlich mit jedem Menschen machen können, was sie wollen. Die Tschechoslowakei unterhält im Koreakrieg als damals neutraler Staat ein Feldlazarett, offiziell aus humanitären Gründen. Inoffiziell probt sie als treuer Vasall der Sowjetunion für den Dritten Weltkrieg. Shaina behauptet, die Tschechen haben ein Feldhospital für Menschenexperimente mit Kriegsgefangenen betrieben. Der letzte überlebende Arzt des Hospitals nimmt zu den Vorwürfen Stellung. Nein, das ist alles nur Zwecklüge. Solche Lügen wurden immer erfunden. Das war alles nur ein wohltätiger Zweck, kann man sagen. Ein wohltätiger Zweck mit offenbar traumatischen Arbeitsbedingungen. Die meisten tschechoslowakischen Ärzte, die dort aus humanitären Gründen gearbeitet haben, werden Alkoholiker oder enden später durch Suizid. Ein Originalfoto des Hospitals. Alle, die weggefahren sind, kehrten auch wieder zurück. Aber nicht alle waren nach der Rückkehr noch psychisch normal. Warum? Welche Aufgaben hatten die Ärzte wie Eiselt oder Bedřich Plačák im Lager? Wer waren ihre Patienten? Es waren Leute aus dem Gefängnis. Einfache Verbrecher, die sich verletzt haben. Ich selbst habe einige operiert. Es waren ganz unterschiedliche. Diebe, Mörder und solche Leute. Ein Hospital, in dem Diebe und Mörder behandelt werden? Etwas Ähnliches gab es seit 1921 in Russland. Das Labor 12, die Kammer des KGB. Ein geheimnisvoller Erprobungsort, an dem mit Häftlingen gearbeitet wurde. Der berüchtigte Leiter seit 1939, Grigori Majranowski. Es gab einen allgemeinen Befehl durch das System, also durch das Kommissariat, dass man ein geheimes Labor aufbauen solle. Was das Labor tun würde, wussten nur sehr wenige Menschen. Die Entscheidung, dass man mit Menschen experimentieren würde, wurde natürlich von der obersten Ebene getroffen, vom Politbüro. In dem Labor wurden tödliche Gifte für den Geheimdienst entwickelt. Die Entscheidung fiel im Labor, dort wo man mit den Giften experimentierte. Es wurden nur zum Tode Verurteilte ausgesucht. In ihren Augen war das eine sinnvolle Nutzung von Material. In Labor 12 wurden Staatsfeinde, aber auch deutsche Kriegsgefangene getötet. In den Akten finden sich auch Rechtfertigungen der Täter. Sie hatten alle ihre Entschuldigungen. Zum Beispiel, es war nötig. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das waren doch keine Menschen, sondern Tiere, zur Vernichtung freigegeben.
Der Staat wollte sie doch vernichten. Es war doch egal, ob man sie erschoss oder vergiftete. Das Labor wurde mehrmals offiziell geschlossen und dann umbenannt. Die Regenschirmmorde von London und die Poloniumvergiftung von Alexander Litvinenko wurden vermutlich mit Substanzen aus diesem Labor durchgeführt. Die Mentalität dieser Geheimdienstleute ist, sie sind Götter. Alles, was sie tun, ist zum Besten des Staates. Das ist keine Vergangenheit. Diese Ideen existieren noch heute, in diesem Moment. Aber das dauernde Morden zehrte an den Nerven der Wissenschaftler. Einige wurden Alkoholiker, etwa der Chef des Laboratoriums vor und während des Krieges. Er blieb der Chef in der Zeit, aber später wurde er ein schwerer Alkoholiker. Und er sagte selbst aus, er könne sich an Leute erinnern, die sozusagen an ihrer Arbeit starben. Andere endeten in der Psychiatrie. Zwei oder drei von ihnen. So wie die Ärzte in Korea. Zwei, Platschak und Bartak, begehen Selbstmord. Eiselt verachtet alle, besonders Bartak. No. Er verlor sein psychisches Gleichgewicht und verlor sich selbst. Er hat Verrat begangen. Er ist ein Verräter. Man kann es nicht anders sagen. Jan Schena berichtete über einen der Männer, die im Hospital gearbeitet haben. Er saß auf der Stuhlkante, hielt den Kopf in den Händen, schaukelte autistisch vor und zurück und sagte immer wieder, schreie, schreie, schreie. Und man kann nichts tun, nichts tun. Er hörte die Schreie Tag und Nacht, wegen der Operationen, die sie durchführten, ohne Betäubung. Sie amputierten Gliedmaßen und beobachteten, wie lange es dauerte, bis die Gefangenen tot waren. Shana behauptete, dass viele amerikanische Kriegsgefangene bei Experimenten mit Biowaffen, Drogen und Radioaktivität getötet wurden. Es gab dort doch gar keine Amerikaner unter den Soldaten. Das waren alles andere Nationalitäten. Schwarze, was weiß ich woher. Verschiedene Unterarten, Schwarze. Welche Rolle hatte die Tschechoslowakei damals übernommen? Hat auch Prag eine finstere Vergangenheit in Sachen Menschenexperimente? Sicher ist, nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 durch Klement Gottwald gab es in der Tschechoslowakei viele Geheimdienstmitarbeiter, die Drogen einsetzten. In dieser Zeit gab es sehr viele Ermittlungsbeamte oder Leute, die für den repressiven Apparat der Staatssicherheit arbeiteten. Und die haben sich überlegt, wie man den Klassenfeind am effektivsten vernichten könnte. Sie erwogen den Einsatz unterschiedlicher Substanzen, die man bei Ermittlungen oder den Verhören solcher Menschen verwenden könnte. Tschechische Militärwissenschaftler hatten noch vor den Nazis mit Meskalin und anderen Verhördrogen experimentiert. Das Militär verwendet Waffen gegen große Truppenansammlungen. Der Geheimdienst meist gegen einzelne Menschen. Weitere Unterschiede bestehen in der Art der Nutzung.
Armeen stehen sich meist nicht auf kurze Distanz gegenüber. Sie befinden sich in gewisser Entfernung voneinander. Aber bei Geheimdienstoperationen ist das Gegenteil richtig. Und der Geheimdienst attackiert einzelne Personen, indem man ihnen etwas ins Essen mischt. Manchmal auch auf andere Weise. Aber immer unmittelbar auf kurze Distanz. Meiner Meinung nach kann man das so sagen. Die kommunistische Partei sowie die Staatssicherheit hielten sich für allmächtig. Es gab keine Beschränkungen. Alles war erlaubt, weil es darum ging, sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Auch in Prag gibt es ein geheimes Labor, das Gifte und Drogen für den Geheimdienst STB erprobt. Es entwickelt sich ab 1948 in erstaunlicher Parallelität zum Labor 12 in Moskau. Seine Existenz ist in Tschechien nur wenigen Experten bekannt. Der Drang zur Vergangenheitsbewältigung ist wie in Japan gering ausgeprägt. Der erste Leiter des Labors war Josef Sumbal. Er war ständig im Spezialeinsatz. Meistens handelte es sich um direkte Befehle, also mündliche oder telefonische Befehle. Eine Sache ist dabei sehr wichtig. Josef Sumbal arbeitete ein Jahr in seinem Laboratorium in Prag. Und aus dieser Zeit haben wir einige schriftliche Informationen darüber, was dort vorgefallen ist. Wir wissen, dass im Falle des ehemaligen Sekretärs des Präsidenten Beneš, Dr. Sikora, Skopolamin verabreicht wurde. Ähnlich war es vermutlich auch im Fall des ehemaligen Justizministers von Prokop, Dretina. Dass gestandene Kommunisten bei stalinistischen Schauprozessen alles gestehen, was ihnen vorgeworfen wird, und einige von ihnen dann sehr bald versterben, dafür sorgt im STB-Auftrag der Spezialist Josef Sumbal. Bisher ist niemand diesen Dingen auf den Grund gegangen. In den Archiven finden wir Beweise, dass diese Laboratorien tatsächlich existiert haben. Außerdem gibt es Zeugenaussagen von Menschen, die das erlebt haben, an denen die Drogen getestet wurden. Sie berichten, wie sie zu Zombies wurden. Und einige von ihnen haben diese Drogenverhöre nicht überlebt. Nicht nur die tschechoslowakische Drogenproduktion, auch das sozialistische Filmschaffen über Drogen erreicht jetzt Weltniveau. Die Tschechoslowaken entwickeln sich zum Chemiewaffen- und Drogenspezialisten des Ostblocks. Wenn Sumbal einem Verdächtigen während des Verhörs solche Mittel einflößte, waren hohe Funktionäre anwesend, um die Reaktion des Gefangenen auf die verabreichten Substanzen zu beobachten. Der erwünschte Effekt der Drogen wurde nicht immer erreicht. Einer zum Beispiel hat einfach das Büro verwüstet. Emil Zwetsch flüchtete aus der CSSR, wurde in Österreich vom STB entführt, als Spion zu 15 Jahren Haft verurteilt und weiterverhört. Bei den Fragen ließ meine Konzentration nach. Ich bemerkte, dass etwas mit mir geschah. Als erstes wurde alles irgendwie trüb und traurig und aussichtslos. Dann kam auch noch Desorientierung dazu. Ich habe angefangen zu weinen, die Tränen liefen mir übers Gesicht. Und die stellten mir Fragen, wer, wo, wie und so weiter. Ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Diesen Zustand zu erleben, das ist die Existenz eines realen Albtraums, der in die Wirklichkeit eindringt. Und damit können Sie einfach nicht zurechtkommen.
Es ist eine Persönlichkeitsspaltung. Sie wissen nicht, wie das alles weitergehen soll oder kann. Ich habe bei den Antworten vermutlich alles durcheinander gebracht, sodass Ihr Verhör nutzlos war. Und Sie riefen dann irgendeine Genossin und die brachte, ich weiß nicht, ob das Kaffee war, mit einer Pille. Das habe ich trinken müssen. Auf jeden Fall ließ die Wirkung dann wieder schnell nach. Die Tschechoslowaken entwickeln im Auftrag der Sowjets eine ganze Palette von Drogen für ihre Geheimdienste. Angsterregende Stoffe, schmerzerzeugende Substanzen, Drogen, die vertrauensselig, aggressiv oder gesprächig machen. General Shainer behauptet, dass diese Substanzen zum Beispiel ausländischen Diplomaten ins Essen gemischt wurden. In diesem tschechischen Film geht es um LSD. Ärzte probierten die Substanz auch an Kleinkindern aus, natürlich nur zu therapeutischen Zwecken. Der Militärchemiker Milan Kunz gab einem seiner Aufsätze über Chemiewaffen den Titel »Von den Tränen bis zum Wahnsinn«. Das Innenministerium hatte einige Laboratorien, die noch geheimer waren als die anderen. Das hing immer mit der Frage zusammen, vor wem etwas geheim gehalten wurde. Diese Laboratorien waren in der Zeit des Sozialismus doch alle geheim. In der Anfangszeit, 53 bis 57 nennt man die Anfangszeit, gab es diese Listen, auf denen sie notierten, was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen. Die Sowjets haben genau das Gleiche gemacht, die haben das auch. Die wahrscheinlich beste Liste der Sowjets habe ich mit Jan Shainer erarbeitet. Er sagte mir, das haben die Drogen bewirkt und so haben wir sie genannt. Es ist eine ziemlich komplette Auflistung und sie stimmt mit der CIA-Liste fast in allen Punkten überein. Unglaublich. Der Rüstungswettlauf findet auch in der biologischen und chemischen Kriegsführung statt und bei Drogen für militärische Zwecke. Wie immer sind die Amerikaner im Nachhinein offenherziger als ihre kommunistischen Feinde. Während im ehemaligen Ostblock bis heute alles streng geheim bleibt, haben die Amerikaner teilweise ihre Archive geöffnet. Und dort finden sich erstaunliche Filmdokumente über Drogenexperimente mit Soldaten. Dies sind Experimente mit Freiwilligen. Es gab auch andere. Die CIA hat zahllose Versuche mit Menschen durchgeführt und sie haben bei vielen Leuten Schäden hinterlassen. Versuche wie dieser zur Sinnesdeprivation. Keine Sinneseindrücke zu empfangen, kann zu Halluzination und Wahnsinn führen. Es gibt Berichte über tödlich verlaufene Experimente. Die meisten Unterlagen hat die CIA vernichtet. Nachforschungen sind nur schwer möglich. Niemand bei den Geheimdiensten oder in der Regierung will das aufklären. Was dabei herauskäme, wären Kriegsverbrechen der USA, Mord, und ein sehr unangenehmer Gesamteindruck. Es gibt Gehirnoperationen im Auftrag der CIA und Experimente, um das Bewusstsein zu beeinflussen. Und sobald die angeschlossenen Elektroden das Gehirn berühren, ist es, als ob man eine Tonbandaufnahme oder einen Kurzfilm ablaufen ließe.
Sie erleben ein ganz bestimmtes Ereignis. Ich habe das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Ich kann sie sehen. Sie lachen. Meine Freunde, wir sind zusammen in dem Haus in Südafrika. Meine alten Freunde. Das Ziel solcher Experimente ist, Selbstmordattentäter zu programmieren, die nicht wissen, dass sie Attentäter sind. Man sucht nach persönlichkeitsverändernden Drogen, nach neuen Nervengiften und Abwehrmethoden gegen die Kampfstoff- und Drogenneuentwicklungen. Und für all diese Experimente braucht man Menschen. Letztlich kann nur der Mensch die Antwort darauf geben, ob ein Biokampfstoff tatsächlich wirkt. Sogar Affen, die uns so ähnlich sind, sind keine verlässliche Quelle, wenn es um biologische Fakten geht, weil Affen und Menschen in Wahrheit sehr unterschiedlich sind. Von Nagetieren ganz zu schweigen. In den USA sucht das Militär deshalb Freiwillige, die sich zu Versuchszwecken mit Anthrax, Pest und Tularemie infizieren lassen. Es gibt während des Vietnamkrieges eine Art Abkommen mit einer protestantischen Kirche, den Siebter-Tags-Adventisten. Wer an den Versuchen teilnimmt, darf den Dienst mit der Waffe verweigern. In einer speziellen Versuchseinrichtung werden die Kriegsdienstverweigerer Biokampfstoffen ausgesetzt und anschließend medizinisch behandelt. Vergleichbare Versuche finden auch in der Sowjetunion statt. Davon sind nicht nur die US-Militärs überzeugt. Wahrscheinlich herrscht dort auch kein Mangel an Versuchspersonen. Anders als in den USA ist in der ehemaligen Sowjetunion von Seiten des Staates überhaupt nichts über Menschenexperimente veröffentlicht worden. Russland hält seine Archive bis heute fest verschlossen. Dass es Dokumente über das KGB-Labor 12 gibt, verdanken wir einem einzigartigen Zufall. In den USA experimentieren die Streitkräfte in den Nukleartestgebieten mit ihren eigenen Soldaten. Sie setzen sie Nuklearexplosionen aus. Im Rahmen der Versuche werden auch Daten von Zivilisten erhoben, die in der Nähe der Atomtestgelände leben. Man interessiert sich besonders für Menschen, die in Windrichtung des Fallouts wohnen. Dahinter steckt eine Mischung aus Naivität und Rücksichtslosigkeit auf Seiten des Militärs. Ähnlich, nur noch rücksichtsloser, verfährt auch das sowjetische Militär. Bei dem Atombombenversuch von Totskoje werden 45.000 Soldaten und Häftlinge im Dienste der Militärwissenschaft verstrahlt. Wahrscheinlich sterben dabei Tausende. Sofort oder an den Spätfolgen. Der Versuch war und blieb geheim. Die Unterlagen darüber wurden später vernichtet oder gefälscht. Die höchste Priorität gaben sie den Nuklearwaffen.
weil sie aufholen mussten und die USA überholen wollten. Das hatte die höchste Priorität. Aber seit 1965 wurde ihnen immer klarer, dass Chemie und Biowaffen, Psychopharmaka und Drogen viel wichtiger als Nuklearwaffen waren, weil man sie einsetzen konnte, ohne die ganze Welt zu zerstören. Und die Experten für diese Waffen sitzen im Warschauer Pakt, vor allem in der Tschechoslowakei. Ein Dokumentarfilm aus dieser Zeit, der wissenschaftliche Versuche mit LSD zeigt. Der Stoff wirkt erst nach einer gewissen Zeit. Vor dem Experiment zeichnen wir die Gehirntätigkeit auf. Machen Sie die Augen zu. Machen Sie die Augen auf. Auf beiden Seiten des eisernen Vorhanges untersuchen Militär und Geheimdienst ein immer größer werdendes Arsenal von chemischen Kampfstoffen, von denen einige heute als Drogen oder Psychopharmaka bezeichnet werden. Wenn es um die psychotrophen Kampfstoffe geht, sind Menschenexperimente unverzichtbar. Diese Versuche werden in den USA auf breiter Front von Militär und Geheimdienst durchgeführt. Auch mit Menschen, die nicht wissen, dass ihnen Halluzinogene verabreicht werden. Es gibt Todesfälle. Auch ein Biochemiker der CIA, der offenbar nach Drogenverhören mit Doppelagenten in Deutschland aussteigen will, kommt unter dubiosen Umständen ums Leben. Natürlich experimentieren auch die Tschechen mit LSD und filmen die Experimente. In diesem Fall wird mit Offizieren des Generalstabes untersucht, ob sie auch unter LSD-Einfluss noch vernünftige Entscheidungen treffen können. Das ist offenbar nicht der Fall. Mit geringen Mengen LSD im Trinkwasser könnte man also ganze Raketenbataillone ausschalten. Auch das wird erprobt. Experten vermuten, dass der weltgrößte Produzent von militärischem LSD in diesen Jahren die Tschechoslowakei ist. Drogen waren damals ein fester und entscheidender Bestandteil der kommunistischen Militärstrategie, behauptet General Schäner, der über entsprechende Aussagen von Chruschtschow berichtet. Täuschung und Drogen sind die wichtigsten Waffen im Krieg gegen den Kapitalismus. Wenn diese beiden Waffen ihre Wirkung erzielt haben, dann erst werden wir unsere Panzer nutzen. Er kritisierte Marschall Malinowski, der seine Panzer sofort einsetzen wollte. Chruschtschow sagte: Nein, Marschall. Sergei, für dich ist heute wichtig. Für mich ist morgen ausreichend. Die Militärchemiker der ehemaligen Tschechoslowakei sind bis heute aktiv. Über ihre Arbeit ist wenig bekannt, fast alles ist geheim. Aber sicher ist, sie arbeiten an sogenannten nicht tödlichen Waffen. Und sie besitzen ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Wenn wir die Sowjetunion außer Acht lassen, dann hatten wir, meiner Meinung nach, von allen anderen Ländern die beste Forschung. Das hat auch General Schäner behauptet. Und er berichtete von Drogenexperimenten mit amerikanischen Kriegsgefangenen aus Vietnam, unter anderem in diesem Militärhospital in Prag. Solche Anschuldigungen wurden nie wirklich untersucht. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Geheimdiensten sei nicht so, wie man das von einem NATO-Partner erwarten könnte, schrieben 1999 US-Militärermittler. Auch in dieser Villa des Geheimdienstes sollen nach Schäners Angaben US-Soldaten inhaftiert gewesen sein. Schäner behauptete, er persönlich habe den Transport von etwa 300 US-Soldaten von Vietnam mit Zwischenstopp Prag in die Sowjetunion überwacht. Bei den Dreharbeiten entdecken wir, dass diese Villa nur etwa 100 Meter von Sumbals geheimem Drogenlabor entfernt ist. They would be given a
Sie wurden genau untersucht. Und wer aufsässig wirkte, Schwierigkeiten machen würde, wurde vorab getötet. Den Rest hat man in ein Flugzeug gesetzt und erstmal nach Prag geflogen, dann weiter in die Sowjetunion, wo die meisten medizinischen Versuche stattfanden. Das begann 1963. Da gab es 4 Flugzeuge im ersten Jahr, soweit ich mich erinnere. Und unter den Gefangenen auch ein paar US-Zivilisten. Der Vietnamkrieg bescherte den Sowjets nach Shanas Angaben viele Versuchsobjekte für ihre Drogenexperimente. Psychogene Kampfstoffe testet man am besten am späteren Feind und nicht an mongolischen Gulag-Insassen. Der Umweg über Prag war der Furcht der Sowjets vor Tropenkrankheiten geschuldet. Prag war eine Quarantänestation. Es war ausgesprochen schwierig, mit Shana über diese Dinge zu sprechen. Er kannte sie aus erster Hand. Er war direkt verantwortlich und hat diese Amerikaner gesehen, wie sie ausstiegen. Das waren keine John Waynes. Sie stolperten herum, waren wohl unter Drogen und sie hatten keine Ahnung, wo sie waren oder was mit ihnen geschehen würde. Könnte es wirklich Experimente mit amerikanischen Kriegsgefangenen gegeben haben? Das ist völlig plausibel, natürlich. Es ist möglich, dass man sie benutzt hat. Nur wer war das? Bei diesen Dingen glaube ich eher, dass es der Militärgeheimdienst war. Eine eigene Einheit, nicht normale Sicherheitskräfte. Es ist völlig unklar, wer für die Kriegsgefangenen aus Korea und Vietnam zuständig war. Shana berichtete auch über ein besonders grausames Nuklearwaffenexperiment mit Menschen, denen ein ähnliches Schicksal bevorstand wie diesen Hunden in der Sowjetunion. Die Sowjets nutzten Gefangene, politische Gefangene, am liebsten ungarische Aufständische und US-Kriegsgefangene, als Versuchsobjekte, um die Effekte der Nuklearwaffen zu erforschen. Strahlung, Hitze, Schockwelle, alles mit echten Explosionen. In festgelegtem Abstand vom Explosionszentrum wurden die Männer angekettet, sodass man die Waffenwirkung unterteilt nach Entfernung beobachten konnte. Shana will einen Film über das Experiment bei einer Vorführung der Sowjets für den tschechischen Generalstab gesehen haben. Das reichte von Menschen, die sofort verbrannten, bis zu denen, die am weitesten weg waren. Die waren benommen, taumelten, krümmten sich vor Schmerzen. Sie hatten nicht mehr lange zu leben. Er sagte, es war das Abscheulichste, was er in seinem ganzen Leben gesehen habe. So ähnlich könnte der Film ausgesehen haben. Diese Aufnahmen zeigen den sowjetischen Atomversuch von Trotskoje. Es waren die 25 höchsten Führer der Tschechoslowakei, die den Film sahen. Er sollte ihnen zeigen, wie ein Atomkrieg aussieht. Sie waren allesamt beeindruckt, sehr beeindruckt. Nach dem Film herrschte minutenlang Totenstille. Versuche, die sonst mit Tieren durchgeführt wurden. Belegt ist, dass der tschechische General Rüthier nach der Teilnahme an sowjetischen Atomversuchen 6 Monate in psychiatrischer Behandlung war. Solche Tierexperimente wurden und werden bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durchgeführt. Aber mit Menschen? Wie glaubwürdig sind Shanas Anschuldigungen? Sind sie überprüft worden? Thank you.
Als Shaina 1968 flieht, denunzieren ihn die kommunistischen Geheimdienste nach einer kurzen Schockstarre als korrupten Kriminellen. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Unter Historikern und auch allgemein kann man sagen, dass er nicht als glaubwürdige Person gilt. Shaina, naja, Geld. Geld, darum ging es ihm. Da steckt nichts anderes dahinter. Er verfolgte keine Ideologie. Das war ein einfacher Bauernjunge, der in eine hohe Position aufgerückt ist. Sie haben eine große Kommission eingesetzt, die sich nur damit beschäftigte, wie man Shaina diskreditieren kann. Und wie wir wissen, war deren Arbeit sehr erfolgreich. Als Shaina in die USA flieht, will er seine Informationen gegen politisches Asyl eintauschen. Überrascht stellt er fest, dass man an seinem Wissen gar nicht interessiert ist. Die haben ihn behandelt wie... Sie haben ihn nie zu irgendwelchen strategischen Themen befragt, obwohl er unglaubliches Wissen über die meisten wichtigen Geheimdienstoperationen gegen die USA besaß. Das ist kaum zu glauben, aber genau so war es. Bürokratische Ignoranz, Unfähigkeit der Geheimdienste? Es muss mehr dahinter stecken. Die Anweisungen kommen aus dem Weißen Haus. Sie bekamen einen Brief, eine Art Dienstanweisung, unterschrieben von Henry Kissinger, dem nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten. Darin stand, sie sollten aufhören, ihn zu befragen, ihm keine Anstellung anbieten und ihn loswerden. Unglaublich. Genauso unglaublich, die CIA stolperte über die eigenen Füße vor Hektik, als sie ihn schnellstens loszuwerden versuchten. Sie gaben ihm $50,000, verfrachteten ihn nach Lake George, für ihn eine wirtschaftliche Hexenküche. Er konnte kaum Englisch. Völlig klar, dass er nach 3 oder 4 Monaten pleite war. Auch wenn sich das Pentagon nicht für Shaina interessiert, es gibt Amerikaner, die ihn hören wollen. Die Angehörigen der etwa 10.000 in Korea und Vietnam spurlos verschwundenen US-Soldaten. Die schwarze Flagge ist ihr Symbol. Unten am Rand steht, ihr seid nicht vergessen. Dieser Satz unten auf der Flagge, die weht an den meisten Postämtern. Tausende Flaggen gibt es. Ich habe beim Entwurf ein bisschen geholfen. Dieser Satz ist eine Lüge. Man hat sie vergessen, bis heute vergessen. Es ist eine Lüge, sie sind vergessen. Das ist ein schwarzer Fleck auf der US-Militärgeschichte oder der amerikanischen Geschichte. Punkt. Der Abgeordnete Dornan organisiert 1996 eine Anhörung im US-Kongress, weil Shaina neue Hinweise auf den Verbleib der Vermissten liefert. Er will sich absichern, bevor er an die Öffentlichkeit geht, und zieht Erkundigungen über Shaina ein. Ich habe überall ganz oben nachgefragt. Wenn dieser Mann nicht die Wahrheit sagt, und das ist jetzt sehr wichtig, dann sagt es mir. Was ist gelogen? Naja, er lügt nicht. Nur, das ist alles so neu. Es passt nicht wirklich. Was hätten wir denn mit der Information machen können? Wir versuchen doch, die Überreste unserer Soldaten aus Vietnam herauszubekommen. Sie kamen mit dieser verdammten Sache. Niemand, um es kurz zu machen, niemand im Regierungsapparat hat irgendetwas widerlegt, was er in der Anhörung aussagte. Und ich habe sie auf Knien darum gebeten. Trotzdem gibt es Versuche, Shainas Aussage vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu verhindern. Ich habe Shaina in seinem Büro getroffen und er sagte, weißt du, Joe, irgendjemand will nicht, dass ich aussage. Und ich sagte, wie bitte? Ich dachte, was soll das denn jetzt werden? Er sagte, ich habe 3 Todesdrohungen bekommen. Die letzte diesen Morgen, bevor ich hierher kam. Ich sagte, was ist passiert? Er sagte, 2 waren Telefonanrufe, 1 ein Zettel an meinem Auto. Und ich, jetzt erzähl doch endlich mal.
Er sagte, interessanterweise waren sie unterschiedlich. Die erste war, du machst uns zu viele Probleme. Wenn du aussagst, töten wir dich. Und auf dem Zettel stand, du machst mir zu viele Probleme. Wenn du aussagst, töte ich dich. Shayna lässt sich nicht einschüchtern. Die Anhörung findet statt. Die Reaktion der Familien der vermissten Soldaten kam schnell und intensiv. 40 Jahre nach den Ereignissen scheinen die schlimmsten Ahnungen wahr zu werden. Hunderte amerikanische Kriegsgefangene wurden nach dem Waffenstillstand in Nordkorea zurückgelassen. Die US-Regierung wusste Bescheid und schwieg. Unser Korrespondent Harry Smith. Korea-Veteranen und die Familien der Vermissten haben es lange vermutet. Viele ihrer Kameraden und Familienangehörigen haben den Koreakrieg überlebt, wurden aber unerklärlicherweise zurückgelassen, trotz des Gefangenenaustausches. Ehemals geheime Dokumente beweisen, sie hatten möglicherweise recht. Unsere eigenen Jungs haben mir berichtet, Kranke und Verwundete lägen nur 15 Kilometer von unserem Lager und sie wurden nicht ausgetauscht. Oberst Philip Corso berichtete den Kongressabgeordneten heute, die Eisenhower-Regierung wusste Bescheid. Ein tschechischer General, der nach seiner Flucht für die US-Geheimdienste arbeitete, sagte, die Gefangenen hätten ein schreckliches Schicksal vor sich gehabt. Ich war persönlich anwesend, als man amerikanische Kriegsgefangene durch die Tschechoslowakei in die Sowjetunion verschiffte. Sie hatten dort ein Hospital und führten Experimente wie die Nazis durch. Die Anhörung hat keine Konsequenzen. 10 Monate später stirbt Jan Shayna plötzlich an Herzversagen. Seine Anschuldigungen bleiben ungeklärt. Wahrscheinlich gab es spezielle Abteilungen, die sich mit Kriegsgefangenen beschäftigten. Es gibt eine Menge Dinge, von denen wir noch keine Ahnung haben, weil die Archive noch geheim sind. Nach einer kurzen Tauwetterperiode unter Jelzin werden die Akten über geheime Experimente oder verschwundene Kriegsgefangene wieder geheim gehalten, ohne dass es deswegen offizielle Proteste aus den USA gegeben hätte. Ich kann gut verstehen, dass eine Menge Funktionäre in Washington Angst vor dem Thema haben. Der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten hat keinen echten Frieden gebracht. Mittlerweile gibt es einen neuen Kalten Krieg. Aber jetzt verlaufen die Grenzen ganz anders als vor 1989. Viele ehemalige Ostblockstaaten, darunter auch Tschechien und die Slowakei, sind jetzt Mitglieder der Europäischen Union und der NATO. Ihr wertvolles Expertenwissen über Drogen, Bio- und Chemiewaffen steht damit auch ihren ehemaligen Feinden im Westen zur Verfügung. Bereits im ersten Golfkrieg der USA im Jahr 1991 waren Experten der tschechischen chemischen Armee vor Ort, um den Amerikanern zu helfen. Denn niemand hat mehr Erfahrung im Umgang mit arabischen Chemiewaffen als die Russen oder die Tschechen. Sie haben dort viele Experten für Massenvernichtungswaffen ausgebildet. Vielleicht ist es der pragmatische Umgang mit der Vergangenheit, der die Aufklärung der kommunistischen Verbrechen in der ehemaligen CSSR behindert. So wie 1946 in Japan. Dieses Video wurde 1999 von 2 US-Militärermittlern gedreht, kurz nach dem NATO-Beitritt Tschechiens. Der Zeuge war 18 Jahre politischer Häftling. An dieser Stelle habe ich 5 oder 6 Amerikaner in russischen Mänteln gesehen. Also, um es genau zu sagen, hier in diesem STB-Gefängnis. They didn't pass through
Sie sind diese Treppe heruntergekommen in russischen Gefängnisuniformen? Ja, in russischen Uniformen. Sie hatten nur einen russischen Mantel an. Dies war die erste Begegnung mit amerikanischen Gefangenen. Wir gehen jetzt in die Abteilung C. Und hier habe ich das zweite Mal eine Gruppe amerikanischer Soldaten gesehen. Man hat mir erlaubt, sie zu sehen. Ich habe sie da vorne gesehen. Sie waren in all diesen Zellen inhaftiert. Es waren die Zellen für zum Tode verurteilte Gefangene. Auch Emigers Aussage hatte keinerlei Konsequenzen. Das tschechische Militärarchiv in Prag. Hier werden viele Dokumente verwahrt, die Licht in die dunklen Seiten der Vergangenheit bringen könnten. Aber wenige Monate vor dem Beitritt Tschechiens zur NATO im März 1999 trat ein neues Archivgesetz in Kraft. Es betrifft auch die Akten der chemischen Armee über Menschenexperimente. Es schützt die historischen Tatsachen vor der Veröffentlichung. Wie Sie wissen, ist alles, was die chemische Armee betrifft, geheim. Und psychoaktive Substanzen für den militärischen Einsatz gehören sogar in den streng geheimen Bereich. Ich glaube, wir werden die ganze Wahrheit über die Experimente niemals erfahren, selbst dann nicht, wenn die Archive eines Tages geöffnet würden. Die Wahrheit wird siegen, steht auf der Fahne über dem Regierungssitz in Prag. Gaskammern in Nordkorea, Menschenexperimente in der Sowjetunion, Drogenversuche in der CSSR. Die Menschenexperimente in den kommunistischen Staaten sind weitgehend unerforscht. Schreckliche, schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und welche Reaktion ruft es hervor? Schweigen. Die Medien schweigen, internationale Organisationen und die Regierungen schweigen. Wir können diese Lager nicht selbst sehen. Wir können die Grausamkeiten in Nordkorea nicht dokumentieren. Alles, was wir haben, sind Satellitenbilder und Überlebende, Augenzeugen. Es gibt nur wenige Häftlinge, die fliehen konnten und aussagen können. Was meine Familie angeht, meine Eltern sind beide in diesem Lager verhungert. Mein Sohn ist dort ebenfalls getötet worden. Die Toten wurden einfach in ein Tuch gewickelt. Man darf im Lager keine Trauer zeigen. Man sagte zu uns, den Gefangenen, nur dank der unermesslichen Gnade des großen Führers unseres Landes dürft ihr weiterleben. Seid ihm dankbar, dass ihr leben dürft. Das Leben als Gefangener ist eine ständige Tortur. Viele wünschen sich nur noch zu sterben, weil sie glauben, es wäre letztlich besser, tot zu sein. Die Zwangsarbeit ist so schlimm wie früher. Eher noch schlimmer als früher. Ich kann bezeugen, dass zu meiner Zeit, in meiner Gruppe, jeden Tag mindestens ein Mitgefangener starb. Bei der Entlassung aus dem Gefangenenlager muss man schwören, über das Lager zu schweigen, nie etwas zu sagen. Wenn man das nicht einhält, wird man bestraft. Damit soll erreicht werden, dass nichts über die Zustände im Lager nach außen getragen wird. Sogar die Familienangehörigen und Eltern dürfen nichts erfahren. Für den Fall, dass es einen Krieg gibt oder das Regime zusammenbricht, gibt es einen Plan. Sie wollen alle Lager in die Luft sprengen, mitsamt den Insassen, die man in einem Erdloch zusammendrängen würde. Es gab kein ZDF, kein CNN, keine BBC und kein Internet in den 30er Jahren, als Stalin die Gulags errichtete. Das Gleiche gilt für die deutschen Vernichtungslager der 40er Jahre. Wir haben keine Ausrede mehr.
Wir sind unter größten Gefahren nach Südkorea gelangt. Ganze Familien wurden dabei getötet. Wir bitten Sie darum, dass Sie uns helfen. Bitte drehen Sie nicht nur einen Film, sondern übermitteln Sie eine Botschaft für die ganze Welt. Diese Grausamkeiten in Nordkorea müssen beendet werden. Die Demonstration der nordkoreanischen Gulag-Häftlinge ist ein Armutszeugnis. Nicht für die Demonstranten, sondern für die gesamte Welt. Glauben wir wirklich, dass es genügt, die Augen fest zu schließen und darauf zu warten, dass diese Realität endlich verschwindet? Josef Mengele, der berüchtigste Wissenschaftler des Todes. Wir wissen, die Nazis schufen die Hölle der Konzentrationslager, in denen Ärzte ohne Gewissen mit Menschen experimentierten. Aber Josef Mengele war nicht der erste und nicht der letzte Mörder im Arztkittel. Es gab viele Vollstrecker einer Wissenschaft des Todes. In Japan gab es ein Imperium der tödlichen Wissenschaft, das systematisch Menschen als Versuchsobjekte verbrauchte. Sie schrien vor Schmerzen und sie starben leidend und schreiend. Japanische Wissenschaftler optimierten Biowaffen im besetzten China. Sie infizierten ganze Dörfer mit Pest als Vorbereitung für einen Angriff auf die USA. Sie wurden gewarnt. Falls ihr unsere Soldaten mit Massenvernichtungswaffen angreift, werden wir euch pulverisieren. Die Drohung wirkt. Die Atombombe fällt trotzdem. Und nach 1945 arbeiten Mengeles Erben für die Sieger. Alle Sieger. Ihre Verbrechen bleiben ungesühnt. Der Kalte Krieg bietet den Mördern ideale Bedingungen für eine streng geheime Wissenschaft im Auftrag der Geheimdienste. Mind Control. Wenn es um die psychogenen, psychotrophen Kampfstoffe geht, sind Menschenexperimente unverzichtbar. Im Kampf um die Weltherrschaft sind moralische Skrupel störend. Was zählt, sind Nutzen und Effektivität. Die Wissenschaftler experimentieren mit Giften und Drogen. Die Wissenschaftler und Ärzte konnten praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten Gott spielen. Tödliche Experimente werden auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges durchgeführt. Josef Mengele ist tot. Seine Nachfolger haben überlebt. Menschenversuche gibt es bis heute. Satellitenaufnahmen des nordkoreanischen Gulags Jodok. Es gibt mindestens 25 Gulags in Nordkorea. Überlebende berichten von Folter, Vergewaltigung und Hinrichtungen mit flüssigem Metall. Es gibt heute 200.000 Gefangene in Nordkoreas Gulags. Das Regime kombiniert das Schlimmste der Sowjets und Nazis. Nordkorea präsentiert sich als perfekter sozialistischer Staat und gilt als bizarre Operettendiktatur. Rabbi Cooper erfährt im Jahr 2003, dass es dort Gaskammern geben soll. Es geht nicht um Nazi-Deutschland, die Wannsee-Entscheidung. Es geht also nicht um die billigste Methode, wie man die meisten Menschen töten kann. Darum geht es hier nicht, soweit wir wissen.
Aber es gibt Experimente mit politischen Häftlingen, auch in Gaskammern, um die nordkoreanischen Massenvernichtungswaffen zu verbessern. Help move forward the WMD program of North Korea. Abraham Cooper reist nach Korea, um die Anschuldigungen zu überprüfen. In Seoul spricht er mit drei nordkoreanischen Flüchtlingen. Keine Opfer, sondern Täter. Männer, die selbst in Kim Jong-ils Reich experimentiert haben. Well, can we maybe talk about... Können wir über die Gaskammer reden, die Sie genutzt haben? Und er sagt, ja klar, habe ich. Das war nichts Besonderes. Es war 1979. Es war ein Experiment. Ich habe es für eine gewisse Zeit an dem Ort gemacht. Und warum? Er sagte, es war gut für meine Karriere. Völlig blasiert beschrieb er ein Ehepaar und zwei Kinder, die langsam aber sicher vergast wurden, während Wissenschaftler Notizen machten, wie lange es dauert, während die Eltern versuchten, ihren letzten Atem den Kindern zu spenden, in die Münder, ein wenig Sauerstoff, damit sie noch eine Sekunde, eine Minute leben. Ich sagte, es ist viel Zeit vergangen, haben Sie Gewissensbisse? Warum sollte ich? Die politischen Gefangenen waren ja eh so gut wie tot. Die Glaubwürdigkeit des zweiten Nordkoreaners ist nicht zweifelsfrei. Aber der dritte Täter berichtet so viele Details, dass Cooper sicher ist, er sagt die Wahrheit. Es waren zwei Teams. Seine Aufgabe waren Tierexperimente mit Giftgas. Verschiedene Tiere, verschiedene Kampfgase. Auch nicht nachweisbare Gase, die man für Mordaufträge benutzen könnte. Es ging darum, wie lange die Kadaver noch toxisch waren auf dem Schlachtfeld. Wie lange man warten müsste, bis eigene Truppen nachrücken könnten. Er berichtete sehr detailliert von verschiedenen Sorten Gas. Er sagte, seine Gruppe musste ihre Arbeit abschließen und die Ergebnisse an eine zweite übergeben, die dann das Gleiche mit Menschen machte. Die Zeugen aus Kim Jong-ils Reich dürfen nicht öffentlich aussagen, aus diplomatischen Erwägungen. Aber Cooper will, dass die Welt erfährt, dass es Gaskammern in Nordkorea gibt. Zusammen mit zwei Mitgliedern des christlichen Klerus hielt ich eine Pressekonferenz ab. Es waren etwa 20 Journalisten da und eine Zeitung brachte eine 3- oder 4-Zeilen-Meldung. Das war alles. Dem Rest der Journalisten wurde wahrscheinlich vom Staat gesagt oder wie immer das dort funktioniert, wir wollen nicht, dass das veröffentlicht wird. Es gab einen Artikel in der Washington Times auf der Titelseite. Ehrlich gesagt, ich war sehr schockiert, dass das nicht Schlagzeilen weltweit machte. Schockiert, traumatisiert. Für Rabbi Cooper ein verstörendes Déjà-vu. Ein totalitärer Staat mit glitzernder Oberfläche und einem Terrorsystem hinter den Kulissen. Eine Weltöffentlichkeit, die nicht glauben kann oder will, was sie erfährt. Falls sie überhaupt etwas erfährt. Washington, Mai 2009. Eine Handvoll Überlebende der nordkoreanischen Gulags demonstriert vor dem Holocaust Museum. Wir stehen aus symbolischen Gründen vor dem Holocaust Museum. Als die Alliierten die Konzentrationslager in Deutschland befreiten und die schrecklichen Dinge sahen, die dort geschahen, versprachen sie nie wieder. Aber Tatsache ist, es gibt Gulags in Nordkorea, die Todeslager sind. Lager wie Jodok, in dem Regimegegner zu Tode gebracht werden und in dem es Gaskammern gibt. Ein deutsches KZ. Es sind nicht nur die Bilder, die sich ähneln, auch die Umstände. Als die alliierten Truppen die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager befreien, treffen sie auf eine kaum beschreibbare Realität. Auf Erscheinungsformen einer eiskalten Bösartigkeit.
Opfer in unvorstellbarer Zahl. Und Menschen, die nicht fassen können, dass sie überlebt haben. Eine Wirklichkeit, die den einfachen Soldaten, aber nicht der Führung der Alliierten, unbekannt war. Bomber und Aufklärer hatten die Lager fotografiert, Spezialisten die Bilder ausgewertet. Eine Erkenntnis ohne Konsequenzen. Es gab eine politische Entscheidung der Alliierten. Die Juden zu retten, hatte keine Priorität. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass die Fabriken um Auschwitz herum bombardiert wurden. Aber die Gaskammern, von denen die Alliierten wussten, die sie aus der Luft fotografiert hatten, die Gaskammern wurden verschont. Im Bombenhagel auf das Nazireich gab es keinen einzigen Luftangriff auf Bahnlinien zu KZs, kein Bombardement ihrer Krematorien, um die Todesmaschinerie zu unterbrechen. Der Grund? Die Lager waren militärisch unbedeutend. Die alliierten Generäle sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Feind zu besiegen. Wir machen die Nazis fertig und damit retten wir die Juden. Bis ein paar Leute in die USA kamen und sagten, wenn ihr noch länger wartet, gibt es niemanden mehr, den ihr retten könnt. Die Nazis wollten die Gefangenen der KZs nutzbringend ermorden, durch Todarbeiten oder Menschenexperimente. Um festzustellen, wie lange ein Mensch in Eiswasser überlebt, um Medikamente zu testen, um den Höhentod von Flugzeugbesatzungen zu verstehen. Das System ermöglichte Akademikern wie Dr. Josef Mengele mörderische Wissenschaft. Die Erprobung von Giften und schlichte Perversion. Das Sammeln von Tätowierungen ihrer Opfer oder die Herstellung von Schrumpfköpfen. Die Wissenschaftler und Ärzte konnten praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten Gott spielen. Funde aus dem KZ Buchenwald. Solche Präparate sind noch lange nach Kriegsende in deutschen Universitäten verwendet worden. Josef Mengele schickte an der Selektionsrampe in Auschwitz arbeitsunfähige Menschen sofort in die Gaskammern. Für seine Experimente suchte er nach Zwillingen, Zwergen, Sinti und Roma. Er wollte mit seinen Forschungsergebnissen habilitieren. Was genau er untersuchte, ist teilweise bis heute geheim. Einige seiner Opfer, die unter Spätfolgen leiden, versuchen noch immer herauszubekommen, welche Substanzen ihnen verabreicht wurden. In Dachau untersuchten Mediziner in Unterdruckkammern an sowjetischen Kriegsgefangenen mitleidslos und akribisch die Auswirkungen von Flügen bis in die Stratosphäre. Diese Experimente wurden 1946 in den Nürnberger Prozessen verhandelt. Der Bericht beschreibt die Reaktion des Opfers. Krampfhafte Zuckungen, terminale Atmung, ständige Krämpfe und Stöhnen, lautes Schreien, verkrampfte Arme und Beine, grimassiert, beißt sich in die Zunge, zeigt Erscheinungen völligen Wahnsinns. Aber es gab Todesärzte, die niemals zur Verantwortung gezogen wurden, die nicht einmal fliehen mussten. Japan im Sommer 2009. Ein futuristisch anmutendes Land mit teilweise finsterer Vergangenheit. Erst 2002 wird dort gerichtlich die Existenz der berüchtigten Einheit 731 bestätigt.
Was ich anfangs nur gerüchteweise hier und dort einmal gehört hatte, stellte sich Tatsache für Tatsache als schreckliche Wahrheit heraus. Und im Verlauf dieses Prozesses musste ich erkennen, wie grausam Naturwissenschaftler werden, wenn sie ohne jede Menschlichkeit forschen. Wenn Wissenschaftler ohne Ethik nur einen einzigen Zweck verfolgen, wenn sie sich darauf beschränken, wissenschaftlich akkurate Ergebnisse zu liefern. Das gilt auch heute. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Ein buddhistischer Tempel etwas außerhalb von Tokio. Wie jedes Jahr trifft sich hier eine Gruppe Japaner, um an diesem Monument der Opfer der berüchtigten Einheit 731 zu gedenken. Einer der Männer ist ein Täter. Wir dürfen filmen, aber seit einem Einreiseverbot in die USA, ausgerechnet anlässlich einer Friedenskonferenz und nach schlechten Erfahrungen mit westlichen Sendern, gibt Yoshio Shinozuka keine Interviews mehr. Er bereut seine Taten. Öffentlich. In Japan ist er deshalb alles andere als beliebt. Einheit 731 ist das Werk von General Shiro Ishii. Nach den furchtbaren Erfahrungen des Ersten Weltkrieges hatten sich die europäischen Staaten 1925 auf ein Verbot des Einsatzes von Chemie- und Biowaffen geeinigt. Ishii informiert sich in Europa. Dann gründet er Einheit 731. Er war derjenige, der verantwortlich war für die Gründung der Biowaffentruppe. Er tat dies, als er erfuhr, dass mit der Genfer Konvention der grausame Einsatz von chemischen und biologischen Waffen verboten worden war. Und er dachte sich, dass genau aus diesem Grund der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen Japan den Endsieg bringen würde. Japan nimmt einen von eigenen Offizieren inszenierten Sprengstoffanschlag auf eine Eisenbahnlinie zum Anlass, um in die Mandschurei einzumarschieren. Die Gelegenheit ist günstig, China durch einen Bürgerkrieg geschwächt. Die Japaner gründen den Marionettenstaat Manchukuo und errichten ein Terrorregime. So wie wenig später in ganz China wüten die Japaner hemmungslos unter den Zivilisten. Die Besatzer verachten die Chinesen als minderwertig. In dem Land konnte man sich alles erlauben, was normalerweise in Japan nicht erlaubt war. Man konnte zum Beispiel vollkommen ohne Beschränkung medizinische Versuche an Menschen in beliebiger Zahl durchführen. Die Mandschurei-Erprobungsgebiet für General Ishiis Einheit 731. Offiziell beschäftigt sich 731 mit Seuchenbekämpfung, in Wahrheit mit dem Gegenteil. Das japanische Biowaffenprogramm wächst rasant, immer neue Einheiten kommen hinzu. Schließlich arbeiten 10.000 Japaner für das Todesimperium des Dr. Ishii. Von uns Untergebenen aus gesehen war er ein sehr furchteinflößender Mann. Er war ein bisschen verrückt. Als er in seiner Eigenschaft als Disziplinarvorgesetzter einen anderen Truppenteil kontrollierte, fing er plötzlich an, wie geisteskrank auf einen Sanitätssoldaten einzuschlagen. Ishii errichtet in Harbin eine Versuchsanstalt mit eigenem Zellentrakt. Dort werden die Menschen für die Experimente aufbewahrt. Seine Ärzte führen tödliche Unterkühlungs- und Unterdruckversuche wie in Dachau durch. Vor allem aber infizieren sie in China Menschen mit Seuchen und sezieren sie dann bei lebendigem Leib, ohne Betäubungsmittel, denn die würden die Ergebnisse verfälschen. Einer dieser Militärärzte ist Ken Yuasa, geboren 1915.
Er bereut seine Verbrechen zutiefst und sagt deshalb aus. Nach Beendigung des Vortrags kündigte der Abteilungsleiter der Militärärzte in der ersten Abteilung Hyodo an, heute werden wir etwas ganz besonders Interessantes machen. Er teilte uns mit, wir sollten uns im Gefängnis treffen. Die ganze Gruppe, das waren etwa 40 Militärärzte, kam zum Gefängnis in Taijuan. Als wir dort eintrafen, hockten zwei Männer mit verbundenen Augen auf der Erde. Auch die Beine waren gefesselt. Dann kam ein Zivilist, der dem Militär zugeteilt war, ein Angestellter der Rechtsabteilung. Er fragte, ob er jetzt mit der Prozedur anfangen sollte. Er nahm eine Pistole und schoss jeweils zweimal in den Bauch der Gefangenen vor mir. Etwa 10 Militärärzte aus unserer Gruppe schleppten den Leidenden in das nächste Zimmer. Und dort begannen sie mit der Operation. Der Leiter der Ausbildungseinheit für Militärärzte erteilte den Befehl, dass die Gefangenen am Leben bleiben sollten, während man die Geschosse aus ihren Körpern entfernte. Diese Übung hatte das Hauptziel, Erfahrungen damit zu sammeln, Projektile aus Schusswunden zu entfernen. Andere Ärzte übten Amputationen und wieder andere öffneten die Luftröhre des Gefangenen. Im Mai 1945 werden in Kyoto auch 8 Mann einer US-Bomberbesatzung auf diese Weise vivisiziert. Zehntausend Menschen insgesamt, inklusive einiger tausend Krankenschwestern und Sanitätssoldaten, waren an solchen Operationen an lebenden Menschen beteiligt. Nur ich erzähle davon. In Harbin hat die Einheit ein eigenes Flugzeug, um Biowaffen über Dörfern und Städten auszubringen. Experimentiert wird mit Anthrax, Pest, Cholera und Tularemie. Nach Ausbruch der Krankheit untersuchen die Einheiten die Toten und Kranken. Insgesamt fallen dem Biowaffenprogramm und anderen Experimenten Hunderttausende Menschen zum Opfer. Die Schätzungen liegen zwischen 300.000 und 580.000 Toten. Um die Wirkung von Waffen wie Keramikbomben mit Pestflöhen, Brand- und Splitterbomben exakt zu erforschen, werden Menschen in festgelegten Entfernungen vom Explosionszentrum an Pfähle gebunden. Ishiis Männer müssen schwören, nie über ihre Einsätze zu sprechen. Kurz vor Kriegsende befiehlt er, alle Gefangenen restlos zu vernichten. Zuerst wurde Giftgas eingesetzt. Es hat aber nicht alle getötet. Die Überlebenden wurden mit Maschinengewehren erschossen. Die Leichen wurden den Berichten zufolge wie bei einem Barbecue, das war der Ausdruck, der damals benutzt wurde, auf einem eisernen Rost im Garten verbrannt. Und die Überreste wurden in den Fluss Sungari hineingeworfen. Auch die Sprengung der Gebäude war vorbereitet. Aber in den Wirren der Kapitulation gelingt es nicht, die Anlage bis auf die Fundamente zu zerstören. Ishiis Biowaffen sollten gegen Russland und die USA eingesetzt werden. Ballons sollten die Bomben über den Pazifik an die amerikanische Westküste tragen. Gegen Kriegsende fallen den Amerikanern riesige U-Boote der Japaner in die Hand. Dies sind Originalaufnahmen von der Kapitulation auf eine Betäubung.
Sie amputierten Gliedmaßen und beobachteten, wie lange es dauerte, bis die Gefangenen tot waren. Shayna behauptete, dass viele amerikanische Kriegsgefangene bei Experimenten mit Biowaffen, Drogen und Radioaktivität getötet wurden. Es gab dort doch gar keine Amerikaner unter den Soldaten. Das waren alles andere Nationalitäten. Schwarze, was weiß ich woher. Verschiedene Unterarten, Schwarze. Welche Rolle hatte die Tschechoslowakei damals übernommen? Hat auch Prag eine finstere Vergangenheit in Sachen Menschenexperimente? Sicher ist, nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 durch Klement Gottwald gab es in der Tschechoslowakei viele Geheimdienstmitarbeiter, die Drogen einsetzten. In dieser Zeit gab es sehr viele Ermittlungsbeamte oder Leute, die für den repressiven Apparat der Staatssicherheit arbeiteten. Und die haben sich überlegt, wie man den Klassenfeind am effektivsten vernichten könnte. Sie erwogen den Einsatz unterschiedlicher Substanzen, die man bei Ermittlungen oder den Verhören solcher Menschen verwenden könnte. Tschechische Militärwissenschaftler hatten noch vor den Nazis mit Meskalin und anderen Verhördrogen experimentiert. Das Militär verwendet Waffen gegen große Truppenansammlungen. Der Geheimdienst meist gegen einzelne Menschen. Weitere Unterschiede bestehen in der Art der Nutzung. Armeen stehen sich meist nicht auf kurze Distanz gegenüber. Sie befinden sich in gewisser Entfernung voneinander. Aber bei Geheimdienstoperationen ist das Gegenteil richtig. Und der Geheimdienst attackiert einzelne Personen, indem man ihnen etwas ins Essen mischt. Manchmal auch auf andere Weise. Aber immer unmittelbar auf kurze Distanz. Meiner Meinung nach kann man das so sagen. Die kommunistische Partei sowie die Staatssicherheit hielten sich für allmächtig. Es gab keine Beschränkungen. Alles war erlaubt, weil es darum ging, sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Auch in Prag gibt es ein geheimes Labor, das Gifte und Drogen für den Geheimdienst STB erprobt. Es entwickelt sich ab 1948 in erstaunlicher Parallelität zum Labor 12 in Moskau. Seine Existenz ist in Tschechien nur wenigen Experten bekannt. Der Drang zur Vergangenheitsbewältigung ist wie in Japan gering ausgeprägt. Der erste Leiter des Labors war Josef Sumbal. Er war ständig im Spezialeinsatz. Meistens handelte es sich um direkte Befehle, also mündliche oder telefonische Befehle. Eine Sache ist dabei sehr wichtig. Josef Sumbal arbeitete ein Jahr in seinem Laboratorium in Prag. Und aus dieser Zeit haben wir einige schriftliche Informationen darüber, was dort vorgefallen ist. Wir wissen, dass im Falle des ehemaligen Sekretärs des Präsidenten Beneš, Dr. Sikora, Skopolamin verabreicht wurde. Ähnlich war es vermutlich auch im Fall des ehemaligen Justizministers von Prokop, Drtina. Dass gestandene Kommunisten bei stalinistischen Schauprozessen alles gestehen, was ihnen vorgeworfen wird, und einige von ihnen dann sehr bald versterben, dafür sorgt im STB-Auftrag der Spezialist Josef Sumbal. Bisher ist niemand diesen Dingen auf den Grund gegangen.
In den Archiven finden wir Beweise, dass diese Laboratorien tatsächlich existiert haben. Außerdem gibt es Zeugenaussagen von Menschen, die das erlebt haben, an denen die Drogen getestet wurden. Sie berichten, wie sie zu Zombies wurden. Und einige von ihnen haben diese Drogenverhöre nicht überlebt. Nicht nur die tschechoslowakische Drogenproduktion, auch das sozialistische Filmschaffen über Drogen erreicht jetzt Weltniveau. Die Tschechoslowaken entwickeln sich zum Chemiewaffen- und Drogenspezialisten des Ostblocks. Wenn Sumbal einem Verdächtigen während des Verhörs solche Mittel einflößte, waren hohe Funktionäre anwesend, um die Reaktion des Gefangenen auf die verabreichten Substanzen zu beobachten. Der erwünschte Effekt der Drogen wurde nicht immer erreicht. Einer zum Beispiel hat einfach das Büro verwüstet. Emil Zwetsch flüchtete aus der GSSR, wurde in Österreich vom STB entführt, als Spion zu 15 Jahren Haft verurteilt und weiter verhört. Bei den Fragen ließ meine Konzentration nach. Ich bemerkte, dass etwas mit mir geschah. Als erstes wurde alles irgendwie trüb und traurig und aussichtslos. Dann kam auch noch Desorientierung dazu. Ich habe angefangen zu weinen, die Tränen liefen mir übers Gesicht. Und die stellten mir Fragen, wer, wo, wie und so weiter. Ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Diesen Zustand zu erleben, das ist die Existenz eines realen Albtraums, der in die Wirklichkeit eindringt. Und damit können Sie einfach nicht zurechtkommen. Es ist eine Persönlichkeitsspaltung. Sie wissen nicht, wie das alles weitergehen soll oder kann. Ich habe bei den Antworten vermutlich alles durcheinander gebracht, sodass Ihr Verhör nutzlos war. Und Sie riefen dann irgendeine Genossin und die brachte, ich weiß nicht, ob das Kaffee war, mit einer Pille. Das habe ich trinken müssen. Auf jeden Fall ließ die Wirkung dann wieder schnell nach. Die Tschechoslowaken entwickeln im Auftrag der Sowjets eine ganze Palette von Drogen für ihre Geheimdienste. Angsterregende Stoffe, schmerzerzeugende Substanzen, Drogen, die vertrauensselig, aggressiv oder gesprächig machen. General Schäner behauptet, dass diese Substanzen zum Beispiel ausländischen Diplomaten ins Essen gemischt wurden. In diesem tschechischen Film geht es um LSD. Ärzte probierten die Substanz auch an Kleinkindern aus, natürlich nur zu therapeutischen Zwecken. Der Militärchemiker Milan Kunz gab einem seiner Aufsätze über Chemiewaffen den Titel »Von den Tränen bis zum Wahnsinn«. Das Innenministerium hatte einige Laboratorien, die noch geheimer waren als die anderen. Das hing immer mit der Frage zusammen, vor wem etwas geheim gehalten wurde. Diese Laboratorien waren in der Zeit des Sozialismus doch alle geheim. In der Anfangszeit, 53 bis 57 nennt man die Anfangszeit, gab es diese Listen, auf denen sie notierten, was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen. Die Sowjets haben genau das Gleiche gemacht, die haben das auch. Die wahrscheinlich beste Liste der Sowjets habe ich mit Jan Schäner erarbeitet. Er sagte mir, das haben die Drogen bewirkt und so haben wir sie genannt. Es ist eine ziemlich komplette Auflistung und sie stimmt mit der CIA-Liste fast in allen Punkten überein. Unglaublich.
Der Rüstungswettlauf findet auch in der biologischen und chemischen Kriegsführung statt und bei Drogen für militärische Zwecke. Wie immer sind die Amerikaner im Nachhinein offenherziger als ihre kommunistischen Feinde. Während im ehemaligen Ostblock bis heute alles streng geheim bleibt, haben die Amerikaner teilweise ihre Archive geöffnet. Und dort finden sich erstaunliche Filmdokumente über Drogenexperimente mit Soldaten. Dies sind Experimente mit Freiwilligen. Es gab auch andere. Die CIA hat zahllose Versuche mit Menschen durchgeführt und sie haben bei vielen Leuten Schäden hinterlassen. Versuche wie dieser zur Sinnesdeprivation. Keine Sinneseindrücke zu empfangen, kann zu Halluzination und Wahnsinn führen. Es gibt Berichte über tödlich verlaufene Experimente. Die meisten Unterlagen hat die CIA vernichtet. Nachforschungen sind nur schwer möglich. Jeder der drei fertiggestellten U-Kreuzer hat drei Flugzeuge an Bord. Sie sollten von einem Katapult am Bug der Boote gestartet werden. Erst vor einigen Jahren wurde bekannt, dass die Japaner auch Biowaffenangriffe auf US-Truppen in Saipan und sogar auf die kalifornische Stadt San Diego geplant hatten. Die amerikanischen Geheimdienste hatten herausbekommen, was sie vorhatten, und sie sandten eine Botschaft an das japanische Kriegskabinett. Falls ihr das tut, wir wissen, wo Hirohitos Bunker ist. Wir wissen, wo das Kriegskabinett sich aufhält. Wenn ihr unsere Soldaten mit Biowaffen angreift, werden wir euch pulverisieren. Die Drohung wirkt. Der Angriff findet nicht statt. Der Tenno und das Kriegskabinett überleben. Hiroshima und Nagasaki nicht. Am 8. August, drei Tage nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, hat die Sowjetunion Japan den Krieg erklärt. Darauf hatten die USA, England und China lange gewartet. Das ist sehr zurückhaltend formuliert. Japan kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Auf dem Schlachtschiff Missouri wird die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Doch der Kalte Krieg hat hinter den Kulissen bereits begonnen. In Japan herrscht jetzt General MacArthur. Als oberster Befehlshaber der alliierten Streitkräfte verkünde ich meine feste Absicht, in Vertretung der Länder, die ich repräsentiere, meine Pflichten gerecht und nachsichtig auszuüben. Jedoch stets alles in meiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass Japan die Kapitulationsbedingungen vollständig, pünktlich und gewissenhaft erfüllt. Der Sprecher der US-Wochenschau triumphiert. Die Dynastie, die Japan 2605 Jahre ununterbrochen beherrscht hat, ohne dass jemals fremde Truppen das Reich der Sonne besetzen konnten, ist am Ende. Waren Hiroshima und Nagasaki wirklich militärische Ziele? Wenn ja,
Warum waren beide Städte dann in einem völlig niedergebrannten Japan bis zum Abwurf der Atombomben weitgehend unversehrt geblieben? Sicher ist, die Auswirkung der Atombombe wird in beiden Städten in allen Details akribisch untersucht. Diese Datenerhebung ist gründlich vorbereitet. US-Kameraleute und Ärzte registrieren Art und Schwere der Verletzungen. Es gibt viele unbekannte Phänomene. Die Strahlenkrankheit, wildes Fleisch und kaum heilende Brandwunden. Die weitaus überwiegende Mehrheit der Toten und Verletzten sind Frauen und Kinder. Aber die US-Ärzte kommen nicht, um zu helfen. Sie erfassen Wirkungsdaten der Atomwaffen als Vorbereitung für kommende Kriege. Dann beginnt ein neues Kapitel der Geschichte. Die US-Geheimdienste melden, dass einige japanische Biowaffenexperten Versuchsergebnisse anbieten möchten, aber Angst vor juristischer Verfolgung haben. MacArthurs Stab nimmt Kontakt auf. Wichtig ist ihm vor allem, den Sowjets die japanischen Experten und ihre Forschungsergebnisse vor der Nase wegzuschnappen. Die US-Geheimdienste sind begeistert. Es handle sich um einzigartige Daten. Streng wissenschaftlich durchgeführte Experimente mit Biowaffen. Experimente mit Menschen, nicht mit Tieren. Und deshalb seien sie besonders wertvoll. Aber möglicherweise könnten die Sowjets bei den Vorbereitungen für ihren Kriegsverbrecherprozess gegen japanische Biowaffenexperten herausfinden, dass bei diesen Experimenten auch amerikanische Kriegsgefangene verbraucht wurden. Außerdem habe man gerade in Nürnberg Nazis wegen ähnlicher Experimente verurteilt und andere Wissenschaftler und Ärzte stünden in einem weiteren Prozess vor Gericht. Es handelt sich um den sogenannten Nürnberger Ärzteprozess gegen KZ-Ärzte. Die Urteile werden im August 1947 verkündet. Crimes against humanity as charged under the indictment heretofore filed against you. Für ihre genannten Verbrechen, für die sie vor Gericht standen und derer man sie überführt hat, verurteilt das Militärtribunal 1 Sie, Oskar Schröder, zu lebenslanger Haft. Das Militärtribunal 1 verurteilt Sie, Karl Genskin, zu lebenslanger Haft. Verurteilt Sie zum Tod durch den Strang. Zum Tod durch den Strang. Zum Tod durch den Strang. Und möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. US-Geheimdienst und Militär schreiben im September 1947, all dies könne zu einem späteren Zeitpunkt für die US-Regierung sehr peinlich werden. Aber Ishiis Forschungen seien so wichtig für die nationale Sicherheit, dass man dieses Risiko eingehen solle. In Deutschland wird Recht gesprochen und vollstreckt, teilweise. Auch hier gibt es Mörder, die mit den Alliierten handelseinig werden. Zur gleichen Zeit wird in Japan der Deal zwischen MacArthur und Ishiis Team besiegelt. Sie übergeben ihre Daten an die USA und bleiben straffrei, ohne Ausnahme. Der Handel bleibt bis 1985 geheim. Die große Tragödie für die Menschheit ist, mit einem Fingerschnips wechselten wir vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. Und der bot den Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkrieges die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu verkaufen, um der Exekution oder der Inhaftierung für den Rest ihres elenden Lebens zu entgehen.
1950 beginnt der Koreakrieg, der erste Stellvertreterkrieg der Supermächte. In Korea wurden mehr Napalmbomben abgeworfen als in Vietnam. Die USA erwogen den Einsatz von Atom- und Biowaffen. Die kommunistischen Staaten beschuldigten die USA, tatsächlich Biokampfstoffe aus Ishiis Arsenal gegen China eingesetzt zu haben. Amerika beschuldigt seine ehemaligen Feinde, damals eine gezielte Desinformationskampagne gestartet zu haben. Der Streit hält bis heute an. Merkwürdig ist, dass Ishii erneut hinter den Kulissen aktiv geworden sein soll. Es gab einige Zeugen, die aussagten, dass Ishii nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA und dann auch mit einem amerikanischen Flugzeug nach Korea flog, um beim Einsatz von biologischen Waffen zu helfen. Die Belohnung für seine Expertentätigkeit soll er an seine ehemaligen Mitarbeiter verteilt haben. Das kann man als Schweigegeld für die Taten der Einheit 731 bezeichnen. Eine internationale Untersuchungskommission, zu der viele linke Wissenschaftler gehören, untersucht die Vorwürfe gegen die USA. Sie entdeckt in China die gleichen Insekten und die gleichen Bakterienstämme, mit denen Ishii experimentierte. Tiere, die in China normalerweise nicht vorkommen. Obwohl 1998 in Russland Unterlagen gefunden werden, die eine kommunistische Desinformationskampagne gegen die USA belegen, halten viele Experten die Indizienlage gegen die USA für ausreichend. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass die Form der Bomben sowie die Insekten für den Einsatz von biologischen Waffen im Koreakrieg aus der Forschung von General Ishiis Einheit 731 stammen. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man den Einsatz von biologischen Waffen durch die amerikanischen Streitkräfte oder Experimente für den Einsatz als Tatsache bezeichnen muss. Leiter der Kommission ist der Brite John Needham, Biochemiker, Sinologe und Marxist von Weltruf. Die Kommission befragt in China Zeugen, die gesehen haben wollen, wie US-Flugzeuge Kartons, Kanister, Federn und massenweise Insekten abwerfen. Ich besuchte den Nordosten und sprach mit den Verantwortlichen der Gesundheitsbehörden und vielen Menschen. Ich habe alle möglichen Belege für einen Biowaffenkrieg der USA gesehen. Aufgrund dieser Beweise weiß ich, dass die amerikanische Regierung biologische Kriegsführung in großem Stil in China durchgeführt hat. Die Kommission vernimmt US-Piloten, die in nordkoreanischer Haft Geständnisse ablegen und später unter Androhung von Kriegsgerichtsverfahren in den USA widerrufen. Die zweite Instruktion wurde uns in K-46 erteilt, dem vorgeschobenen Feldflugplatz der 18. Jagdgruppe hier in Korea. Das war am 22. Januar 1952. In diesem Vortrag wurde ausführlich über die Biowaffen gesprochen, die wir bei unserem Einsatz in etwa 2 Stunden abwerfen sollten. Die einzige andere Unterweisung war der Einsatzbefehl. Offizier O'Neill, kommunistische Kräfte haben Ihnen unterstellt, dass Sie die Teilnahme an sogenannten Biowaffenangriffen in Nordkorea gestanden haben. Möchten Sie zu diesen Anschuldigungen Stellung nehmen? Das möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte klarstellen, dass diese Anschuldigungen falsch und absurd sind. Ich habe tatsächlich ein Geständnis bezüglich biologischer Kriegsführung unterschrieben, aber es war unwahr, mit Zwangsmethoden erpresst von diesen chinesischen Kommunisten. Ich habe darin absichtlich so viel Falsches und Lächerliches wie irgend möglich behauptet. Ein Verwirrspiel. Im Koreakrieg wird eine ganze Reihe verstörender Geständnisse abgelegt. Die CIA vermutet, dass sie mit Hilfe von Verhördrogen und Gehirnwäsche produziert werden.
Haben die Kommunisten etwa einen Vorsprung bei der Entwicklung psychotropher Substanzen? Haben die Sowjets mehr von gefangenen Nazi-Verhörspezialisten über Drogen gelernt als die Amerikaner von den eigenen Beute-Nazis? Die Geheimdienste haben ein neues Betätigungsfeld. Der neue CIA-Chef macht Drogen- und Bewusstseinskontrolle zur Chefsache. Etwa drei Wochen nachdem Alan Dulles zum CIA-Direktor ernannt worden war, hielt er eine Rede vor seinen Freunden in Princeton über Psychokrieg. Er sprach über eine neue Phase des Kalten Krieges, die begonnen habe, dass die Sowjets an der Entwicklung von Drogen arbeiteten, die Leute agieren ließen, als ob sie die Einflüsterungen eines verborgenen Herrn und Meisters wiedergeben wie ein Tonband. Und er sagte, wir würden darauf nicht angemessen reagieren, weil wir diese Methoden missbilligen, weil wir uns innerlich weigerten, uns damit zu beschäftigen. Man wollte sich nicht eingestehen, dass es so etwas gäbe. Eine neue Art der chemischen Kriegsführung entsteht im Koreakrieg. Ein nordkoreanischer Propagandafilm zeigt die bevorzugten Verhörmethoden jener Jahre. Zum einen brutale Gewalt und Waterboarding. Bis heute oft in Kombination mit einer weiteren Verhörtechnik angewandt: Drogen. Über den Einsatz von Drogen und tödlichen Experimenten auf kommunistischer Seite berichtet 1968 ein hochrangiger Überläufer aus der Tschechoslowakei, General Jan Schäner. Herr General Schäner, Sie haben die Tschechoslowakei im Februar 1968 verlassen. Es wurde gesagt, dass Sie der bisher wichtigste Flüchtling aus dem Osten seien. Welche Position hatten Sie vor Ihrer Flucht inne? Ich hatte den Rang eines Generalmajors. In den letzten 18 Jahren nahm ich die Funktionen eines Kandidaten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, eines Mitgliedes des Präsidiums der Nationalversammlung, des Chefs des Ministersekretariats und in den letzten 4 Jahren des ersten Parteisekretärs im Ministerium der Nationalen Verteidigung ein. In diesen Funktionen ging durch meine Hände alles, was die militärpolitischen Fragen nicht nur der Tschechoslowakei, sondern auch des Warschauer Paktes und selbstverständlich auch der Sowjetunion betraf. Denn die tschechoslowakische Armee ist nichts anderes als ein Bestandteil der Armee der UdSSR. In diesen Funktionen bin ich auch selbstverständlich viele Male in die Sowjetunion und in die anderen Länder des Warschauer Paktes gereist. Ich habe an Verhandlungen mit den höchsten Repräsentanten wie Chruschtschow, Brezhnev und vielen sowjetischen Marschällen teilgenommen. Herr General, wenn Sie eine so bedeutende Position innehatten, warum haben Sie sich entschieden, in den Westen zu gehen? Ich glaube, gerade weil ich diese Position bekleidete. Im Jahre 1950 bin ich als einfacher Soldat in die Armee eingetreten und 18 Jahre danach wurde ich General. Doch je höher ich aufrückte, umso mehr wurde mir klar, dass diese sogenannten marxistischen Ideale nichts anderes als ein Deckmantel für eine, man kann wohl sagen, Gangsterpolitik von ein paar Leuten im Parteiapparat sind, die eigentlich mit jedem Menschen machen können, was sie wollen. Die Tschechoslowakei unterhält im Koreakrieg als damals neutraler Staat ein Feldlazarett, offiziell aus humanitären Gründen. Inoffiziell probt sie als treuer Vasall der Sowjetunion für den Dritten Weltkrieg. Schäner behauptet, die Tschechen haben ein Feldhospital für Menschenexperimente mit Kriegsgefangenen betrieben. Der letzte überlebende Arzt des Hospitals nimmt zu den Vorwürfen Stellung. Nein, das ist alles nur Zwecklüge. Solche Lügen wurden immer erfunden. Das war alles nur ein wohltätiger Zweck, kann man sagen. Ein wohltätiger Zweck mit offenbar traumatischen Arbeitsbedingungen.
Die meisten tschechoslowakischen Ärzte, die dort aus humanitären Gründen gearbeitet haben, werden Alkoholiker oder enden später durch Suizid. Ein Originalfoto des Hospitals. Alle, die weggefahren sind, kehrten auch wieder zurück. Aber nicht alle waren nach der Rückkehr noch psychisch normal. Warum? Welche Aufgaben hatten die Ärzte wie Eiselt oder Bedřich Plačák im Lager? Wer waren ihre Patienten? Es waren Leute aus dem Gefängnis. Einfache Verbrecher, die sich verletzt haben. Ich selbst habe einige operiert. Es waren ganz unterschiedliche. Diebe, Mörder und solche Leute. Ein Hospital, in dem Diebe und Mörder behandelt werden? Etwas Ähnliches gab es seit 1921 in Russland. Das Labor 12, die Kammer des KGB. Ein geheimnisvoller Erprobungsort, an dem mit Häftlingen gearbeitet wurde. Der berüchtigte Leiter seit 1939, Grigori Majranowski. Es gab einen allgemeinen Befehl durch das System, also durch das Kommissariat, dass man ein geheimes Labor aufbauen solle. Was das Labor tun würde, wussten nur sehr wenige Menschen. Die Entscheidung, dass man mit Menschen experimentieren würde, wurde natürlich von der obersten Ebene getroffen. Vom Politbüro. In dem Labor wurden tödliche Gifte für den Geheimdienst entwickelt. Die Entscheidung fiel im Labor, dort wo man mit den Giften experimentierte. Es wurden nur zum Tode Verurteilte ausgesucht. In ihren Augen war das eine sinnvolle Nutzung von Material. In Labor 12 wurden Staatsfeinde, aber auch deutsche Kriegsgefangene getötet. In den Akten finden sich auch Rechtfertigungen der Täter. Sie hatten alle ihre Entschuldigungen. Zum Beispiel, es war nötig. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das waren doch keine Menschen, sondern Tiere, zur Vernichtung freigegeben. Der Staat wollte sie doch vernichten. Es war doch egal, ob man sie erschoss oder vergiftete. Das Labor wurde mehrmals offiziell geschlossen und dann umbenannt. Die Regenschirmmorde von London und die Poloniumvergiftung von Alexander Litvinenko wurden vermutlich mit Substanzen aus diesem Labor durchgeführt. Die Mentalität dieser Geheimdienstleute ist, sie sind Götter. Alles, was sie tun, ist zum Besten des Staates. Das ist keine Vergangenheit. Diese Ideen existieren noch heute. In diesem Moment. Aber das dauernde Morden zehrte an den Nerven der Wissenschaftler. Einige wurden Alkoholiker, etwa der Chef des Laboratoriums vor und während des Krieges. Er blieb der Chef in der Zeit, aber später wurde er ein schwerer Alkoholiker. Und er sagte selbst aus, er könne sich an Leute erinnern, die sozusagen an ihrer Arbeit starben. Andere endeten in der Psychiatrie, zwei oder drei von ihnen. So wie die Ärzte in Korea. Zwei, Plačák und Bartak, begehen Selbstmord. Eiselt verachtet alle, besonders Bartak. No. Er verlor sein psychisches Gleichgewicht und verlor sich selbst. Er hat Verrat begangen. Er ist ein Verräter. Man kann es nicht anders sagen. Janschena berichtete über einen der Männer, die im Hospital gearbeitet haben.
Er saß auf der Stuhlkante, hielt den Kopf in den Händen, schaukelte autistisch vor und zurück und sagte immer wieder, schreie, schreie, schreie. Und man kann nichts tun, nichts tun. Er hörte die Schreie Tag und Nacht wegen der Operationen, die sie durchführten.